Einen wunderschönen Abend zusammen, mal wieder hier auf YouTube. Wir sind live und hatten uns diesmal gedacht, wir wollen mal ein bisschen inspirativ was haben und nicht nur Technik. Und deswegen haben wir mal ein bisschen rumgeguckt und was Interessantes zusammengestellt. Und zwar geht es heute um Naturfotografie und zwar ganz besonders in Island. Und weil wir persönlich noch nicht da waren und kein eigenes Footage haben, haben wir uns durch jemanden gesucht, der auch ein bisschen naja, Erfahrung hat, nenne ich es jetzt mal ganz nett. Und deswegen <laughs> haben wir den Sebastian Lerker dabei geholt. Eventuell kennt ihr ihn. Falls nicht, stelle ich am besten einmal kurz vor. Aber ich schätze, ein paar der Zuschauer könnten die schon kennen. Eventuell. Ja, vielen Dank fürs kleine Intro. Ähm, Sebastian, mein Name. Ich äh, ja, bin die letzten. Jahre sehr, sehr, sehr oft nach Island gereist. Für mich eigentlich eins meiner absoluten Highlight-Länder. Ähm, letztendlich, wo kommt das bei mir mit dem Fotografieren her? Was mache ich so was? Umtreibt mich? Sonst so. Ich habe mit Fotografieren 2016 angefangen, also noch gar nicht so lange. Acht Jahre mhm. ist das ja. Damals habe ich in Asien gelebt und während des Studiums. Und ich habe ein bisschen mit dem Smartphone fotografiert. Es hat mir irgendwie nicht gereicht und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann wollte man eine kleine Kamera haben. Ich habe noch einen Zwillingsbruder zu Hause, also okay. ich gibt es zweimal. Der fotografiert auch hat auch ungefähr da angefangen zu fotografieren. Und dann war das so ein bisschen, was der eine möchte, möchte der andere auch. Mhm. Der eine eifert dem anderen nach. also habe ich mir direkt eine Kamera gekauft. Und ja, ich bin jemand, der Wer mich kennt, sehr, wenn er etwas mag, sehr reinkniet und sehr dahinterher ist. Und so kam irgendwie über die Zeit eins zum anderen, dass ich heute auch als freiberuflicher Fotograf äh, arbeite für verschiedenste ja, Outdoor-Unternehmen, für Reiseunternehmen, für nachhaltige Geschichten und mittlerweile auch als Keynote-Speaker überall in Deutschland auf Bühnen stehen darf, in verschiedensten Themen, vor allem auch Island, gemeinsam mit meinem Bruder, aber auch eben Norwegen, Balkan, also eigentlich alles, was so die Natur um uns herum quasi hergibt. Genau. Ach, und deswegen, weil es auch ein Live-Format ist, es steht und fällt natürlich auch mit euren Fragen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, zu den Bildern, die gezeigt werden, irgendwelche Tipps, Tricks, was auch immer, gerne einmal reinschreiben. Und dann werden wir das Ganze so gut wie möglich beantworten. Wir haben so einen Minimalst Plan, was wir eigentlich machen. Wir wollen eigentlich nur so ein bisschen Bilder zeigen, ein bisschen drüber quatschen. Und deswegen, weil du auch viele Bilder mitgebracht hast, würde ich auch sagen, wir starten auch mal direkt. Du hast, glaube ich, ein Ort, da heißt Intro. Das würde ich jetzt auch. Ah, Warte mal kurz. Dann muss ich noch einmal. Natürlich einmal kurz Cross-Promotion. Einmal bitte einblenden. Ne? Wer noch nicht gefollowt hat, da bitte schön Sebastian.Lerke auf Insta einmal rüber und ein Follow lassen. Aber wir gucken uns natürlich jetzt auch mal die Sachen an, die du uns extra mitgebracht hast. Und da haben wir auch schon einmal das erste Bild. Genau, ja, vielleicht äh, das Bild, das beschreibt immer für mich Island ganz gut, weil für die, die schon auf Island waren, die wissen das, aber die, die noch nicht auf Island waren, ja, warum ist es denn da eigentlich so spannend? Was passiert da? Ja? Und das ist vor allem in diesem Bild sehr gut sichtbar, denn Island ist Teil des mittelatlantischen Rückens, ja, das mhm. heißt, ihr müsst euch das vorstellen wie eine riesige Unterwasser-Vulkangebirgskette. Und eben genau da, wo Island ist, kommt dieser Vulkan nach oben, er ja, hat diese riesige Insel, die größte Vulkaninsel der Welt, mhm. also auch das spannend, ja, ähm, geschaffen. Und Island ist genau dort an der Stelle an zwei Kontinentalplatten, eurasische und einmal die amerikanische Platte, und die driften auseinander. Und wie auf dem Bild zu sehen ist, ja, spaltet das quasi das Land immer und immer wieder. Und das wird ja auch heute noch das ein oder andere Mal mhm. wahrscheinlich interessant werden. Das auf jeden Fall. Und man kennt es ja auch mittlerweile. Island ist auch so ein Riesen-Tourismusort ja auch geworden. Man kennt es aus vielen Filmen. Man hat schon viele Bilder ja. davon gesehen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man einen Fotografen hat, der auch öfters mal da war und auch wirklich weiß wo geht was ab, wo kann man was machen und wie sieht es da wirklich aus. Viele Bilder kennt man eventuell so von groben Blickwinkel ja schon von, von anderen, mhm. aber hat ja auch seine Begründung. Es sieht auch einfach cool aus. Ja, das muss man auch einfach Voll, mit dazu sagen. Ich kann ja mal so ein bisschen, wenn wir Sommer wir direkt in das Tourismusthema einsteigen. Das können wir gerne machen, wenn, wenn wir damit starten wollen. Ja, können Wir das gerne können das gerne, gerne Klar. mal kurz am Anfang direkt vorwegnehmen. So, uh, ich mach dir mal, ich glaube, das ist einer der bekannteren. Ja, genau. Also, vielleicht, wo kommt das so ein bisschen her? Also, wie kam das auch für mich eigentlich zustande in der Island? Ich hatte irgendwie keine Ahnung mhm. damals. Ne? Ich bin damals in Asien rumgeturnt, habe da irgendwie meine Fotos gemacht, bin dann mal ein bisschen in den Alpen gewesen und Island war immer ein bisschen fernweg für mich. Und für mich war tatsächlich das, der Skogafoss, ja, einer der bekanntesten Orte wohl Islands. Ähm, so der Wasserfall oder der Ort, der damals für mich zumindest Island mir nahegebracht hat, wo ich gesagt habe, boah, da muss ich unbedingt hin. So ein Wasserfall, das sieht total beeindruckend aus. Natürlich hat man noch drei, vier weitere Orte und Bilder ja, im Kopf, aber vor allem eben die Südroute und das stimmt schon. Ja, in den letzten Jahren hat Island einen extremen Hype gemacht, ja, mhm. vor allem auch im asiatischen Tourismus. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, riesige Touristengruppen, Reisebusse und so weiter und Viele denken immer, Island ist noch nicht so voll, ja, und man sieht noch nicht so viel, man sieht nicht so viele Menschen und so weiter. Und viele Bilder, die man auch zeigt, auch die ich zeige, die ich heute hier mitbringe, die indizieren das natürlich. Ja. Ja, das liegt aber auch vor allem daran, weil ich viel zu Randzeiten unterwegs bin. Ja, also das Bild gerade am Skogafoss ist ganz früh morgens entstanden. Da sind natürlich noch nicht eben entsprechend die Menschen. Normal, wenn man dort mittags hingeht, so ein Foto ist gar nicht möglich. Da kann man viel stempeln bei Photoshop. Ja, ja. Ähm, oder aber man hat eben ganz, ganz viele Leute mit im Bild. Und das ist auch Teil der Wahrheit bei Island. Island ist mittlerweile sehr bekannt. Das mhm. Tourismus ist da sehr geboomt in den letzten Jahren. Während Corona ein bisschen abgeflacht, weil die Reisebeschränkungen extrem hoch waren, mittlerweile wieder komplett öffentlich zugänglich. Und das macht natürlich an so einigen Orten auch was hin. Ne? Das heißt, Gebiete werden teilweise abgesperrt, man kann nicht mehr sich so frei bewegen, wie man sich frei bewegen möchte. Es werden riesige Parkplätze gebaut. Erst vor anderthalb Wochen bin ich aus Island zurückgekommen. Überall sind automatisierte Bezahlsysteme implementiert für die Parkplätze und so weiter. Ja, also es ist wirklich sehr touristisch mittlerweile geworden. Ganz anders als 2019, 20, noch vor Corona-Jahren, wo ja auch schon der Tourismus ein bisschen mehr geworden ist. Ja. Hm. Genau. packe mal einfach. Zwischen die ja gerne. Ne? Also was zum Beispiel ne? Foss, damals irgendwie kannte das noch keiner. Ja, das ist neben dem Skogafoss. Ja? wirklich direkt daneben. <laughs> äh, man geht so ja, 20, 25 Minuten von einem ganz kleinen Parkplatz im Prinzip dahin. Mittlerweile habe ich jetzt sehr schockiert einen riesen Parkplatz, auch jetzt für den Wasserfall. Ja, so ähm, auch das mittlerweile sehr erschlossen. Ähm, und das sind Orte, wo man wirklich morgens früh oder eben spät abends noch hin muss. Ja? Einfach diese Realität, die man den Leuten, die noch nicht auf Island waren. Auf jeden Fall näher zu bringen, es ist touristisch. Mhm. Es gibt noch Orte, wo man sehr alleine ist, auch wenn man nicht zu den Randzeiten unterwegs ist. Mhm. Aber wenn man eben an diese Orte, meistens Orte, die sehr leicht erreichbar sind, das heißt, wenn man zum Beispiel die Ringstraße fährt, eine Straße, die komplett um die Insel herumführt, wenn man da mal links und rechts hält, dann kommt man eben genau zu diesen Orten, die ich jetzt hier mal mitgebracht habe, in dem Ordner. Ja, Wir können noch zwei, drei Bilder vielleicht mal weiterklicken. Ja. Hier ganz bekannt, Sellerland-Foss, ja. ähm, also ein super schöner Wasserfall. Man kann dahinter gehen, ähnlich wie beim Quernufoss. Mhm. Ich mag den Quernufoss fast lieber, weil er noch nicht so bekannt ist. Okay. Ja. Hier halten wirklich große Touristenbusse und es ist total voll. Ja. Und auch wenn da jetzt nicht Gerade irgendwie im Winter fotografiert wird oder im Frühjahr, im Sommer stehen da wirklich bis zu 100 Leute hinter so einem Wasserfall. Ja. Oder auch hier äh, Dürholay, De der Leuchtturm über dem schwarzen Strand hinweg. Ja. Auch das ist ein ganz bekannter Ort. Mittlerweile ist ein Parkplatz direkt unmittelbar neben diesem Leuchtturm, so 200, 300 Meter daneben. Und ich kann mich erinnern, 2020, ja, noch überhaupt keine Absperrungen. Jetzt waren wir letztes Jahr dort und überall Absperrungen, weil da auch äh, die Papageientaucher nisten im Sommer mhm. an den Klippen, alles großwürdig abgesperrt. Man hat auch gar nicht mehr so einen ganz klaren Blick auf den Strand ah, drauf okay. und so. Ähm, also das ist schon, hat sich schon sehr geändert, muss man leider sagen. Ja, ähm, ja das ist so eins der Highlightbilder von dort, wenn man natürlich, das ist der Vorteil zu den Randzeiten, ja, ja zu so einem Ort geht. Wenig Leute und dann eventuell auch noch, wenn man ganz viel Glück hat, so eine entsprechende Lichtstimmung, dass der schwarze Strand in diesem goldenen Nebel. Ähm, gehüllt wurde. Ich konnte meinen eigenen Augen kaum glauben. Das mhm. war schon echt irre, muss man sagen. Ja. Man muss aber auch wirklich halt Zeit und Geduld auch mitbringen. Ne? Das ist halt nicht so ein Ja, ich gehe einfach dahin und das ist immer gut. Ja. Man macht immer schöne Bilder, aber wirklich so diese, diese Wow-Bilder. Da muss man auch ein bisschen Zeit investieren und zur Not halt auch ein bisschen. Ja, äh, und vor allem, man muss seine <laughs> Stunden von Schlaf, die man sonst halt ja. irgendwie gewohnt ist, die lässt man wirklich völlig weg, wenn man in Island ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Zumindest, wenn man eben solche lichtstimmungsvollen mhm. Aufnahmen machen möchte. Also ja, so ein Bild entsteht. Ja, wenn man im Sommer dort ist, sehr, sehr spät, also 10, 11, 12 Uhr abends, 12 Uhr nachts, ja, ja. dann gibt man irgendwann schlafende Sonnenaufgang, wenn überhaupt ein Sonnenaufgang gibt, weil Mitternachtssonne, ja, wir haben halt einfach mhm. im Sommer dort 24 Stunden Helligkeit, Ja, da liegen dann teilweise, wenn man vielleicht so ein bisschen von der Mitternachtssonne weggeht, Zwei, drei Stunden, bis die Sonne wieder aufgeht. Ja, und das sind natürlich, da muss man so ein bisschen seinen Tag-Nacht-Rhythmus umstellen oder man bleibt dann einfach wach und schläft am Tag, weil der Fotograf oder ich zumindest als Fotograf ich fotografiere fast nichts tagsüber, außer es ist Shitwetter. Okay. Ja, dann, dann mache ich es schon, weil es einen stimmungsvollen Himmel hat, aber während des blauen Himmels oder so, da findet es mich eigentlich kaum mit der Kamera dran. Ja. Ja. Genau, hier sieht man das nochmal so ein bisschen, ja. Ähm, also wenn dann so eine Lichtstimmung vorbei ist oder wenn man zu spät kommt oder auch tagsüber, ja, man kann nicht immer dieses goldene Licht halt einfach erwarten. Ne? Trotzdem ein wunderschöner Ort, auf den man auf jeden Fall mal hingehen sollte. Ähm, wirklich total toll. Und im Sommer, wie gesagt, auch da die Papageientaucher, die dort nisten, <laughs> wenn man noch ein bisschen Wildlife sehen möchte. Ansonsten, wenn man auch mal zu einer kälteren Zeit hingeht, ne, gibt es natürlich auch dann solche Fotos. Die, die gibt es auch im auch... Sommer tatsächlich. Ja, also das ist äh, die, die Gletscherlagune an der Jöckelsalon. Auch das ne, zum Intro ein sehr sehr touristischer Ort. Mhm. Wenn man da, also das ist ein riesen 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 Parkplatz. Ja, das ist auch der Diamonds Beach. Ähm, also sehr bekannte Orte direkt an der Ringstraße, sehr gut erreichbar. Braucht man auch kein spezielles Fahrzeug zu. Große Busse halten dort. Also diese Eiswelten, die sieht man wirklich, auch wenn man jetzt nicht sich irgendwie eine spezielle okay. Tour oder abseits der Touristenwege unterwegs ist. Ja. Okay. So als Verständnis, weil du auch sagst, auch im Sommer, mit was sollte man da auch grob rechnen, so was Temperaturen angeht, wenn ich jetzt mhm. so meinen Trip plane, ich muss ja, irgendwas muss ich mal anziehen. Ja. Und Kamera Equipment ist auch immer so eine Sache. Wo muss man so Pi mal Daumen bei sowas rechnen? Ja, es ist, also ist schwer zu sagen. Ne? Also im Winter, ich kam jetzt gerade erst mit meinem Bruder, war ich vor anderthalb Wochen auf Island. Mhm. Das ist so, man sagt Frühjahr, kann aber auch noch sehr winterlich sein. Also wir hatten wirklich von 10, 12, 13 Grad schon. Ja, bis teilweise minus 15. Okay. Ja, wir waren im Hochland, da waren es minus 15, als der Sonnenuntergang war. Das war schon sehr kalt, muss man sagen. Der Wind, der gibt natürlich seinen Teil dazu noch mhm. bei. Wir hatten Winde bis zu 100 km/h Das war schon echt extrem dann teilweise. Ne, dann, das trägt natürlich dazu bei, dass, die Hit, dass diese, diese Kälte ja wie durch deine Jacke sticht. Ja. Ja. Und auch im Sommer. Ne? Also wir kommen ja später noch zu ein paar Aufnahmen ähm, aus dem Sommer. Und auch da kannst du in der Nacht schon auf, auf 0 Grad abkühlen. Das ist schon mhm. durchaus mal möglich. Muss nicht sein, kann aber möglich sein. Ähm, genauso kann es aber auch natürlich um die 20 Grad herumgehen. Also es ist wirklich eine Variabilität, die da drin ist äh, in den Temperaturen. Ähm, ich empfehle immer wirklich, die volle Range mitzunehmen. Im T-Shirt läufst du in den <laughs> ja, rum. Das muss man schon sagen. Kann sein, wenn man hart im Nehmen ist. Isländer machen das, auch bei 10 Grad. Die sind aber ja. einfach ein bisschen anders als wir. Kennst ähm, <laughs> und äh, genau, deswegen da auf jeden Fall auch warme Sachen im Sommer einpacken. Okay, weil auch gerade schon ein bisschen Fragen im Chat kommen. Ich werfe die zwischendurch einfach mal oh, ab ja, wenn gerne. sie kommen. Ne? Da geht es natürlich auch dann so ein bisschen um Equipment, Objektive. Du hast ja auch, wir haben ganz viele Bilder noch beigezeigt äh, dabei, wo wir auch ein bisschen was zeigen, was man so eine Range eigentlich abdecken kann für Landschaftsfotografien. Mhm. Es wird explizit gefragt nach so einem 70-200 Blende 4, ob man damit zurechtkommt, ob ja. das ne, ideal so wäre. Mhm. Viel denkt halt bei Landschaft immer an das Standardweitwinkel. Ne? Mhm. Deswegen also auch hier für äh, den Roland, Super, dass du allein schon mal einen Zoom einplanst. Dann kann man extrem geile Sachen machen, die zeigen wir auf jeden Fall dann gleich noch. Deswegen gerne dabei bleiben und ein paar Bilder mit genießen genau natürlich auch ne? also, ja. also kann ich auch ganz gerne kurz darauf eingehen also so ein 70-200 ist eine super Linse ja also vor allem ähm, kreiert man damit ganz ganz spannende Perspektiven mhm. ja weil man einfach da kommen wir auch noch das ein oder andere mal zu ja so eine ganz bestimmte Kompression vom Hintergrund zum Vordergrund ja ganz spannende Bilder kann man damit schon kreieren also es ist durchaus möglich es wäre jetzt nicht meine Go-To-Linse die ich die ganze Zeit vorne drauf hätte logischerweise weil dafür ist es dann einfach zu groß von der Landschaft als das aber man kann ganz ganz spannende Dinge auf jeden Fall auch mit dem 70-200 kreieren. Definitiv. Also ein äh, super Objektiv. Ähm, ich selber bin vom 70-200 weg, äh, aber einfach, weil ich noch ein bisschen mehr Zoom haben wollte. Äh, diese Variabilität zum Wildlife auch noch. Ja, deswegen bin ich auf ein 100-400 gegangen. Aber ein 70-200 habe ich ganz, ganz lange genutzt und es äh, ist ein super Objektiv. Kann man definitiv in Island verwenden. Ja. Wo wir gerade schon Wildlife kurz angesprochen haben, können wir aber mal zeigen, was da noch. <laughs> genau, sowas ist tatsächlich sogar beim 70 entstanden. Das ist jetzt kein äh, 100-400, äh, sondern das ist ein, aus dem Jahr, wo ich mein 70 dabei hatte. Ja, Also sowas äh, lässt sich natürlich ganz klar mit dem 70 auch fotografieren, wobei das natürlich jetzt Wildlife ist. Ja, ist natürlich etwas spezieller als ich sage jetzt mal die reine Landschaft. Ja, ja, ja. Aber wenn man da ist, sowas kann man auch wunderbar mitnehmen. Da ist auch mal ein bisschen was unterwegs. Kann das Gruppenbild, ne? Ja. Also tümmelt sich auch mal ein bisschen in Kleineren Grüppchen. Oh ja, das ist immer sehr witzig, muss ich sagen. Also ich sage mal mit meinem Bruder gemeinsam: ja, manchmal lieben wir uns, manchmal lieben wir uns nicht, äh, manchmal kebeln wir uns und dann haben wir uns doch wieder lieb. Und so ähnlich ist das auch da. Ich muss dir wirklich vorstellen, so eine Klippe ja riesengroß. Aber was der eine hat, wollen alle anderen auch haben. Deswegen tümmeln die sich da auf diesem ganz kleinen Fleckchen. Und wenn einer angeflattert kommt, wie eine Bowlingkugel, ja, dann fallen wieder fünf runter, fangen an zu fliegen. Also abseits auch des Fotografierens, die ja. mal zu beobachten, ist wirklich ein Highlight. Aber nur im Sommer möglich. Okay. Ja, also genau. da gut planen. Äh, hast du einen Bereich, den du als Liebstes so als nächstes durchgehen würdest? Ich habe ja deinen Ordner hier. Mhm. Äh, ansonsten pick ich mir einfach einen raus. Pick dir gerne was raus. Oder vielleicht haben die Leute was äh, im Chat. Beziehungsweise, da kam auch noch eine Frage zu einem 20-Millimeter. Ja, ja. Auch das habe ich gelesen. Mhm. Vielleicht kurz, was habe ich so klassisch dabei in meiner Tasche? Damit genau. die Leute vielleicht irgendwie eine Vorstellung davon haben. Also, ich fotografiere selber mit einer Nikon. Das ist bei mir ganz klassisch einfach gewachsen, daher, dass meine allererste Kamera in Asien eine Nikon war. Das war ganz ehrlicherweise, ich bin in den Laden reingegangen, es war ein Riesenmall, ich war total orientierungslos, <laughs> bin in den ersten Fotoladen reingegangen, die hatten ein Riesenschild Nikon im Angebot, ich habe mir eine Nikon gekauft. Okay, ja. Das ist einfach Teil der Wahrheit. Und wenn man einmal bei einem System ist, Denkt man natürlich das ein oder einmal vielleicht über einen Wechsel nach, aber irgendwie hat man sich da so dran gewöhnt und ist auch mit der Qualität zufrieden. Mhm. Man hat dann irgendwann seine Objektive, man weiß die Kamera zu schätzen oder das System zu schätzen und dann bleibt man einfach dabei. Deswegen Nikon Z8 habe ich mittlerweile dabei in meiner Tasche. Ich habe ein 100-400, wie wir gerade schon angesprochen mhm. hatten, einfach um diese, ja diesen, vor allem diesen, diesen Kompression, so eine Compression in die Bilder reinzukommen ja. und Wildlife zu fotografieren. Meine... Go-To-Linse, das ist wahrscheinlich, was jeder sagen würde, ist immer mein 2470. F28, ja. offene Blende, ja, für alle Situationen, auch für Lowlight, super. Und für die großen Landschaften habe ich noch ein 1424, auch Blende F28, also auch da sehr offenblendig, vor allem auch für Nacht natürlich sehr ja. attraktiv, für Lowlight-Situationen. Und weil ich selber sehr gerne offenblendig fotografiere, auch im Bereich der Landschaftsfotografie, was man vielleicht nicht so häufig einfach hört, aber weil ich einfach diesen weichen Effekt diese offenen Blende mhm. sehr in den Bildern mag. Ja, das ist einfach meine persönliche Präferenz. Die drei Linsen habe ich eigentlich immer im Rucksack. Mhm. Dazu kommt noch eine Drohne, eine Mavic 3 äh, habe ich dabei. Ähm, auch die kommt das ein oder andere Mal zum Einsatz. Kommen wir auch noch mhm. gleich zu so ein bisschen Vergleich. Was kann man erwarten mit der Kamera? Was kann man unter anderem erwarten mit einer Drohne? Genau. Also auch die habe ich dabei. Und tatsächlich ähm, für, ich sag mal so Situationen am Tag, ein bisschen mehr reportagemäßige Aufnahmen, habe ich noch eine Leica, eine Q3. Äh, mittlerweile, genau, die nehme ich da für solche Zwecke mit, weil ich es einfach total toll finde, eine kleine kompakte handliche ja. Kamera zu haben, mit der ich Alltags- oder Situationen, die einfach passieren, aufnehmen kann, auffangen kann, wo ich ja mehr diesen Snap-Gedanken mhm. habe, hier und da Momente einzufangen, ohne mir groß Gedanken zu machen, ah, ich will jetzt hier die Landschaft und ja, das ja. mitnehmen und das in einer kleinen handlichen Kamera eben. Ja, so ein bisschen auch dieses Intime dabei, ne? vor allem bei dem Weitwinkel mit dem 28 mm, ne? dass man das Absolut. so ein bisschen mitnehmen kann. Dafür ist halt eine Z8 Super Kamera, Kamera, halt ein bisschen bulky dafür. Ja, auch im Vergleich natürlich zu den, zu den äh, Wettbewerbern muss man das einfach schon sagen. Ja, wenn man mal so eine, auch eine Nikon Z7 II hatte ich vorher mhm. oder die habe ich immer noch, ja als äh, Reservekamera quasi. Wenn man die man in der Hand hat, dann eine Z8 das ist schon ein Unterschied. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Ja, das ist schwerer, das ist größer. Ich persönlich mag das ganz gern, weil das auch ein bisschen mehr Griffigkeit mhm. hat. Aber wenn natürlich eine kleinere Kamera äh, dabei haben möchte, der ist bei der Z8 jetzt nicht unbedingt. Äh, komplett richtig aufgehoben das stimmt ja. und bei den Objektiven auch nur Zooms weil du einfach die Flexibilität haben willst mhm. oder prinzipiell eine Abneigung gegen Festbrennweiten ich habe ja auf der Leica jetzt die Festbrennweite ich habe auch keine Abneigung gegen Festbrennweiten aber zum Beispiel wenn ich jetzt an so einen 20 mm denke ja für jetzt Nordlichter und dann f1,8 mhm. oder genau. sowas dann fehlen mir diese 6 mm einfach manchmal. Ja, okay. Und die möchte ich einfach haben. Und die möchte ich nicht missen. Und dann schränke ich mich ein. Und manchmal denke ich mir, ach, jetzt habe ich hier meine 14, ich will aber die 24. Dann will ich eben nicht auf mein 24-70 wechseln, sondern bei meinem 24 ja, okay. bleiben. Das ist einfach diese Flexibilität reinzubekommen. So Prime-Lenses finde ich super spannend. Und auch eine 50er oder ein 35er finde ich super spannend. aber dann hat man natürlich auch wieder mehr im Rucksack. Und man muss ja. einfach, und das ist bei mir total wichtig, weil ich auch viel zu Fuß unterwegs bin, viel wandern gehe, man muss sich entscheiden. Und wenn ich jetzt noch überlege, ach, ich nehme jetzt noch eine Prime mit, für, ich möchte noch ein Porträt machen hier und ich möchte noch wirklich irgendwie den klassischen 35 er haben, weiß mhm. ich nicht, das ist immer zu viel. Man muss sich entscheiden leider. Ja. Man muss Abstriche machen, wenn man halt entsprechend auch wirklich viel unterwegs ist. Wenn man jetzt sagt, man macht genau die Orte, die wir gezeigt haben, ich gehe jetzt mal ans goga ich gehe ans sellerland Wobei auch da braucht man schon weitwinkligere mhm. Objektive. Ähm, ist es aber trotzdem so, dass, ja, da kann man natürlich viel reinpacken in so einen Rucksack. Das geht. Aber sobald man wirklich mal links und rechts etwas weiter weggeht, mit Drohnen und allem, ist da schon viel im Rucksack. Also deswegen entsprechend auch keine von diesen Prime-Lenses dabei. Okay. Dann, äh, wir können, ich schneide auch da mal einfach mal so ein bisschen rein. Ja. Das gern. Thema, ich nenne es mal quasi auch Reisen, ne? wie man sich da auch so ein bisschen bewegt, weil irgendwann ist es ja auch viel Equipment wirklich, was man mit äh, durch die Gegend schleppt mhm. und wenn die Regie mal wieder am Platz ist, könnte es ein <laughs> Bild zeigen. <laughs> Na, kommt sofort, zack. Ne? Aber da sieht man auch mal so ein bisschen, durch was für man sich auch wirklich erstmal begeben muss, bis man zu so einem Ort auch ankommt, wo man mhm. überhaupt hin möchte. Mhm. Und das ist auch gar nicht so easy. Genau. Also jetzt hier ist natürlich was sehr Spezielles, also was du jetzt gerade hier zeigst oder was wir euch zeigen, das ist natürlich das Hochland. Ja, ja. Ähm, das ist so meine persönliche Area, wo ich sage, wenn mich einer fragt, zu welcher Jahreszeit, wann, wie, wo soll ich nach Island? Dann plädiere ich immer fürs Hochland. Mhm. Das ist aber allerdings nicht für jedermann oder jeder Frau was. Liegt einfach daran, dass man, man muss zwanghaft oder zwangsweise äh, ein 4x4, also einen SUV mit einem Allradantrieb sich nehmen, wenn man bestimmte Regionen machen möchte. Dann auch nicht die kleinen. Das ist jetzt mit einer Expeditionstour. Ja, also, äh, man muss einfach wissen, man durchquert Flüsse. Ja. Die sind tief, die sind reißend. Jedes Jahr passieren da auch echt schlimme Unfälle mhm. auf Island, weil Leute stecken bleiben in diesen Flüssen, weil sie es unterschätzen. Ja, äh, man ist dort nicht versichert, wenn man mit diesen Fahrzeugen ins Hochland fährt. Man sollte wissen, was man tut, wenn man vor solchen Flüssen steht. Das ist wie. Ich erinnere mich immer gerne an irgendwie so eine Studienprüfung, ja, irgendwie nicht richtig gelernt, ein bisschen auf Lücke, habe ich alles bedacht, und dann steht man da vor diesem <laughs> Fluss, ja, und denkt sich, oh, kann ich da jetzt durch, ja, ist das alles korrekt, was ich hier tue? Wenn man sich unsicher ist und das kann ich nur jedem raten, ja, super Gegend, wenn man sich unsicher ist von dem Fluss, wenn man vielleicht denkt, das ist zu tief. Man kann das Flussbett nicht ganz lesen, wie auch immer. Stehen bleiben, warten, bis jemand kommt, der einem den Weg zeigt, ja. Die Isländer sind das sehr sehr einem hilfreich entgegenkommend, mhm. ja. Und da sind auch überall Schilder. Ja, bitte warten, wenn ne, nicht entsprechend die Erfahrung herrscht. Okay. Ähm, und man sollte schon gucken, wenn sie tieferen Flüsse sind, auf jeden Fall mindestens ein 35er Reifen, 34er Reifen und halt ein Schnorchel. Ja, weil wenn man halt einfach wirklich mal, wenn der Motor halt Wasser ansaugt, dann ist, dann ist vorbei. Das ist der Worst Case. Ja. Das sind eiskalte Gletscherflüsse, da will man nicht drin stecken, vor allem wenn sie mitreißend sind. Ähm, und genau, da sollte man ein bisschen aufpassen, aber. Man kann natürlich auch sich entweder Touren buchen, das geht natürlich. Mhm. Oder aber ähm, es gibt auch Wege mit wirklich großen Bussen, die dann aber einen nur zu einem Camp bringen. Ah, okay. Ja, wirklich, es gibt so, es sind riesig. Also so ein Reifen ist wirklich, da geht mir bis zum Kopf. Das ja. ist irre. <laughs> Das ist jetzt ein klassischer Sprinter, den ihr hier seht. Ja. Und ähm, dann bringen die einen durch die Flüsse durch, aber dann kommt man halt am Camp an und auch nicht weiter. Ja, so. Und da muss man eben wandern, ne? da muss man rein in die Natur. Wenn man aber die ein oder anderen F-Roads, die genannten Outdoor oder diese Straßen, die da halt dieses durchs Hochland führen, mhm. wirklich selbst fahren möchte, dann empfiehlt sich schon ein vernünftiges Fahrzeug. So. Wir kommen in verschiedene Regionen gleich rein. Ich habe drei Regionen genau. mitgebracht. Da differenziere ich auch gerne so ein bisschen zwischen einfach, mittel und schwer. Mhm. Ähm, jetzt gerade hier sind wir in Torsmork. Ähm, Torsmorg ist eine Region, die hat einen extrem schwierigen Fluss. Der ist kurz vor den Campingplätzen. Ähm, da führt auch eine Brücke drüber. Ähm, und genau, Torsmog ist eine ganz, ganz tolle Region, ist direkt am Ejafjala-Jöckel. Das ist der. Willst du es wiederholen? Nein, ich bitte drum. Ejafjala-Jöckel. Genau, das ist der Vulkan, der jetzt 2010 ausgebrochen ist, ein Gletschervulkan. Auf den guckt man von dort. Also, wenn wir ein, zwei Bilder weitergehen, äh, ja. da ist ein Bild da weiter. Weiter. Schön, schön. So, da links ist er oben. Ja, dieses weiße etwas, das ist der Eafiala Jückel. Ähm, Gletschervulkan. Ja, also unglaublich die Natur. Diese grünen ja, Berghänge, diese schroffen Klippen, die Gletscherflüsse, die durch dieses Tal des Tors hinauslaufen Richtung Meer und dann diese Gletscherwelten und Bergwelten. Das ist schon echt beeindruckend, wenn man da mal steht. Und das ist ein Spot, wo ich sagen würde oder diese Region Mittel. Der letzte Fluss ist schwierig. Mhm. Man kann aber davor halten. Da gibt es eine Brücke für Fußgänger zu, die kann man okay. drüber gehen. Die bauen die fürs Hochland im Sommer auf. Man kann das Hochland aber auch alleine nur oder empfiehlt sich nur im Sommer zu bereisen. Ja, Im Winter gibt es auch mit Expeditionstouren, aber da sollte man schon ein bisschen erfahrener sein und natürlich auch mit so einer Natur dann entsprechend mitgehen wollen. Das verlangt schon einem etwas ab. Mhm. Wenn man da mal alleine wirklich unterwegs ist, wie lange wartet man dann so an einem Fluss, wenn man sich jetzt <laughs> mal nicht sicher ist? Da habe ich dir auch ein Bild mitgebracht aus, das ist ein anderer Ordner. Da musstest ja. du mal in ähm, Mellifell gehen. Ja. Meilifell, wie die Isländer sagen. Ähm, und da ist ein Fluss dabei. Äh, warte. Das ist ganz rechts ist. Genau, an dem Fluss stand ich fünf Stunden. <lacht> <lacht> äh, wir sind da hingefahren. Äh, ich weiß ganz genau, was dahinter für ein Wandergebiet ist. Ein sehr, sehr spannendes, sehr remote. Da kommt auch noch eine Hütte, eine Hochlandhütte. Ja, ähm, und da wollten wir hin. Und genau vor diesem Fluss, da standen wir halt einfach wirklich fünf Stunden. Wir sind angekommen. Kein Auto weit und breit. Schon auf dem Weg dahin kam kein Auto weit und breit. Okay. Und ähm, ich war mit jemandem zusammen dort und mit meinem Bruder und das Flussbett, das hatte sich so verändert, weil diese Flüsse verändern sich jedes Jahr, mhm. weil im Winter so extreme Temperaturen, Gezeiten, ne, Eis und so weiter dort oben ist, ähm, dass das immer wieder sich auch Steine und Materialien mit runterbringt. Und wir waren uns einfach unsicher, wie wir da durchfahren sollen. Und dann haben wir gewartet und gewartet. Es kam niemand. Dann kam tatsächlich irgendwann Jemand, der es auch nicht getraut hat, der ist sofort umgekehrt. Dann okay. haben wir gesagt, nee, wir wollen aber unbedingt hin, haben weiter und wir hatten echt ein großes Fahrzeug und am Ende haben wir uns dann nach fünf Stunden dazu entschieden, es wird jetzt dunkel, das Wetter wird sehr ungemütlich, es hat dann so ja, leicht angefangen zu hageln, dann war das für uns dann okay. Ja, gut. Da muss man dann vernunft walten lassen und auch an sowas dann tatsächlich dann umkehren. Ja, ja. Weil da reinfahren und dann scheitern in der Nacht Nee, Da das, hat keiner was von. Also egal wie schön ein Foto auch dann werden könnte, ist dann das Risiko dann auch irgendwo nicht wert. Warte mal, genau, da. da waren wir gewesen. Ich kann ja auch einmal hier bei äh, Mellifell bleiben. Ja, gerne, weil danach, das ist vielleicht ganz spannend, äh, vielleicht können wir hier drauf gehen. Da jo. hatten wir ja schon mal vorhin drauf gesprochen und äh, vielleicht im Chat ja mal, wer erkennt denn hier, das ist ein ganz toller Ort, äh, sehr, sehr besonders von den Strukturen. Mhm. Und das war der Ort, den ich nämlich dann äh, danach gemacht habe, ja, gesagt habe, okay, vor diesem Fluss, das bringt nichts, wir sind zu einer anderen Hütte gefahren mhm. und von dieser Hütte kann man zu diesem Ort wandern und der ist ganz besonders, weil das für mich persönlich die schönste heiße Quelle ist, die es gibt. Frei zugänglich, in dem Gebiet. Vielleicht erkennt sie jemand jetzt hier in dem Foto. Sie versteckt sich wirklich äh, ja. in diesem Foto. Ja. Ich gebe Und, nur noch zwei, drei Sekunden Zeit, <laughs> dann kann man ein bisschen groß machen. Wir streamen auch extra mal in 4K, dann kann man auch mal die Qualität ein bisschen nutzen. Ja. Was passiert? Wir haben einen kleinen Delay. Dauert, so. bis es im Chat ankommt. <laughs> Ach so. ja, da müssen wir ein bisschen warten vielleicht, bis der, der Chat vielleicht das ist nicht in der Landmanner gegend nein. Das ist in der Meilifell gegend Es ist schön, dass du die Namen wenigstens auswendig kennst. Ich würde da stehen und denken, oh, ja, äh, 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 ja <laughs> vielleicht. Ich kann nicht alle Namen auswendig, aber äh, genau. Ja, wollen wir Leute ja, vielleicht in der ja, genau, wir Spannend, wir ja, also, auf jeden auf spannen. Genau, also da unten ist tatsächlich äh, die heiße Quelle. Ähm, genau, der natürliche Pool dort, so ungefähr 38 Grad warm, also wirklich wunderschön. Äh, total toll. Ich habe auch ein Beweisfoto mitgebracht, dass man da wirklich yes. drin setzen kann. Ja, sieht dann von unten so aus. Also wirklich wunderschön. Muss man aber hinwandern. Es gibt keine Wanderschilder, die einen Weg dahin weisen. Ja, es gibt ab und zu im Hochland so Pylonen, die mhm. schon sagen, da ist jetzt die Richtung, da sollte man lang. Aber entsprechend dann auch solche Orte, die so besonders sind, wo auch wirklich keine anderen Menschen sind. Ja, also wir waren dort tatsächlich drei Stunden so ungefähr, haben ein bisschen raus, rein, rein, mhm. rein, wie so ein kleiner Spartag. Ja. Ja. Und ähm, da war kein Mensch. Niemand. Also absolute Menschenlehre. Ja. Und das im Sommer, wo man meinen würde, Island ist Hochtourismus. Ja. Also. Ja, ganz, man, ganz toller Ort. Wenn man seine Ecken kennt, ne, dann ja. auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nicht im Landmanner Lauger. Das ist nicht die heiße Quelle im Landmanner Lauger. Nicht verwechseln, Landmanner Lauger kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ist eine sehr touristisch gut erschlossenes Ort, wo ich sage, das ist am einfachsten hinzukommen im Hochland. Kommen wir aber gleich noch zu. Das ist nicht die heiße Quelle im Landmanner Lauger. Mhm. Äh, wenn wir schon hier bei Melville sind, wofür äh, ja. es ja auch wirklich so ein bisschen, ich nenne es mal bekannt, ist, auch ist, als ich das Bild gesehen habe, ich fand das einfach nur extrem geil so ja. von den Kontrasten her. Also wirklich irre muss ich sagen, als ich da ankomme. Ich sage immer, das ist in so eine Wüste, in so einer, in einer Wüste läuft man ja irgendwie durch und hat eine Fata Morgana, ne? schön heiß, dann krisselt das so nach oben. Mhm. Ja und dann denkt, reibt sich die Augen, denkt, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ich, ich kann es gar nicht einschätzen. Und so ähnlich ging es mir dort. Wir sind gehalten und äh, haben diesen also riesengroße grüne Oase. Ich habe dir ja vorhin auch das RAW-Format ja. gezeigt. Und das sieht halt noch irrmäßiger aus. Also ich das ent, stimmt. entsättige meine Bilder meistens, weil ich das Grün zu extrem im Kontrast fand mhm. mit dem Schwarz. Also das ist sogar entsättigt. Ja. Und irre, möglich Und dann war es irgendwann so, okay, ich traue meinen Augen nicht. Ich traue der Kamera nicht. Dann mache ich die Drohne noch nach oben. Und dann sah es immer noch so aus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es sieht wirklich so aus. Das ja. kann doch gar nicht sein. Ja, also... Total abgefahren. Man sieht das Auto da so rechts. Ja. So ein Element lasse ich meist noch mal drin, dass es auch wirklich echt ist, was ich hier zeige. Ja, also da ist das Auto, mit dem wir da unterwegs waren. Ähm, genau, ein großer äh, Landcruiser. Also ja, war schon was äh, Spezieller, ist ein sehr besonderer Ort. Ich weiß nicht, wie er dieses Jahr aussehen wird. Auch das ist natürlich sehr anders. Ja. Je nachdem, wie da oben halt jetzt der Winter war, kann dieser Ort auch wieder komplett anders aussehen. Genau, von unten nochmal, ja auch da seht ihr, also das ist jetzt ein Kamerabild, Kamera versus Drohne. Genau. Ja, einfach um das euch auch nochmal zu zeigen, was ist die Erwartungshaltung, ja, wenn man mit der Kamera eben in Island ist oder was ermöglicht die Drohne auch noch einem zusätzlich an Perspektiven. Mhm. Nichtsdestotrotz auch mit der Kamera solche spektakulären Bilder auch an solchen Orten möglich. Also ich möchte nicht das Gefühl geben, sowas ist nur mit der Drohne machbar, sondern eben auch genauso gut wirklich mit der Kamera. Ja, definitiv. Mein Drohnen ist immer nett für halt wirklich einzigartige Perspektiven, die man halt sonst wirklich nicht bekommen kann. Ja. Ne? Aber wenn man sonst eine Kamera dabei hat, die hilft einem ja auch. Ja. Hier war jetzt eine Frage, die habe ich gesehen. Da hat jemand gefragt, wie viel Zeit ich in Bearbeitung meiner Bilder stecke. Mhm. Und ich habe ja wie gesagt, ja, selber vorhin so ein, zwei Vergleiche ja. gezeigt. Ja, Also, ich ganz klassisch habe ich für mich irgendwann meine Presets herausgefunden, die für mich einfach funktionieren. Da habe ich auch nicht viele. Ich bin da nicht jemand, der Hunderte hat. Mhm. Ich habe drei, vier, die bei verschiedenen Situationen irgendwie für mich passen. Und dann mache ich noch ganz wenig Local Adjustments, auch ganz sanft nur. Ich entsättige, wie gesagt, meine Bilder meistens ein bisschen, weil ich dieses Kitschige nicht ganz so schön finde okay, oder ja. mir diese Kontraste manchmal zu extrem sind. Äh, wenn ich natürlich irgendwie ein Highlight-Bild habe, wo ich sage, boah, wow, das ist das Bild und das ist dann vielleicht auch eine schwierige Lichtstimmung, da kann ich mich schon mal drin verlieren. Aber in den meisten Bildern bin ich wirklich flott. Also länger als fünf Minuten für ein Bild brauche ich eigentlich nicht. Also ich bin meistens echt schnell, muss ich sagen. Wie gesagt, die großen Bilder, wo ich sage, so, wow, da haben wir vielleicht noch ein, zwei dabei, wo ich sage, da sitze ich dann schon mal länger dran. Äh, am meisten Fällen tatsächlich nicht viel und ich übereditiere auch meine mhm. Bilder, würde ich sagen, nicht. Ja. Okay, genau. Da kann man auch so, ein bisschen, auch so ein bisschen auf deine Aufnahmetechnik, nenne ich es jetzt mal, auch so ein bisschen auf eingehen. Wenn man mhm. viel an Landschaft denkt, Stativ, dann nochmal den Polfilter, dann nochmal den Verlaufsfilter dabei in drei verschiedenen Stufen und Härtegränen, <laughs> ne, so ein ganzes Revolver an äh, ja. Filterchen. Das ist bei dir ein bisschen anders. Ja. Das ist so. Ich äh, vertrete generell da, und da mögen mich die klassischen Landschaftsfotografen gerne irgendwie für Knebeln, äh, ein bisschen eine andere Fotophilosophie. Ähm, ich habe mein Stativ tatsächlich dabei, mhm. aber ich benutze es in ganz wenigen Fällen. Ich benutze es eigentlich ausschließlich für, ich habe eine lange Linse, ich brauche eine recht ja, äh, lange Verschlusszeit, dann kommt natürlich eine Wacklung rein. Da ja. habe ich ein Stativ dann dafür dabei. Nordlichter oder eben Milchstraße, solche Geschichten, spezielle Lowlight-Situations. Mhm. Da habe ich das Stativ schon dabei, aber in vielen Fällen benutze ich das nicht, weil ich zumindest für mich nicht das Bedürfnis danach habe. Es liegt ganz einfach daran, ich finde die Technik ist mittlerweile so weit, dass auch eine Inachsenstabilisierung von entsprechenden Kameras oder ja. auch in den, in, den, in den Objektiven mittlerweile einem, einem so eine Sicherheit geben. Ich habe nicht so eine große shaky Hand, also das ist natürlich nochmal ein Sonderfall, ja. logisch, ähm, dass ich sage, ich kann auch ein Zwanzigstel, ein Fünfundzwanzigstel aus der Hand fotografieren. Ich habe ja schon gerade gesagt, ich bin jemand, der sehr offenbländig gerne fotografiert. Das heißt, ich machen mal das klassische F8, F9, F10, F11, irgendwie in dem Bereich. fotografiere ich gar nicht so häufig. Und dadurch äh, brauche ich auch nicht diese ganz, ganz langsamen Verschlusszeiten, wenn ich eben dann doch nicht die richtige Lichtstimmung ja. habe. Und ähm, ich habe halt das Gefühl immer, dass einem das, also das volle Berechtigung für das Stativ und es einfach ein anderer Look, auch mit Filtern gibt es einen anderen Look. Klar. Mein Look oder mein Empfinden ist einfach, ich möchte so viel Flexibilität wie möglich haben. Ich möchte so kreativ wie möglich haben. Ich mhm. möchte eine Froschperspektive einnehmen. Ich möchte irgendwie aus der Vogelperspektive fotografieren. Ich möchte was Spezielles in den Vordergrund nehmen, weil ich das Gefühl habe, das macht das Bild interessanter. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich meine Kreativität in dem Maße nicht so flexibel ausweben kann. Und deswegen benutze ich das in ganz wenigen Situationen. Dennoch habe ich es dabei. Klar. Zu dem Thema Filter, da bin ich der Meinung, aber auch das ist immer sehr subjektiv, was ich natürlich hier äußere. Es geht ja auch dann um die subjektiven Bilder, die ich hier euch mitgebracht natürlich. habe. Ähm, ich benutze ganz, ganz selten Filter tatsächlich. Wenn dann Pro Mist Filter, um eben dieses ja, wenn kein schönes Licht ist oder wenn es ein matschigeres Licht ist, mm. so ein bisschen ne, einen kleinen Glow Effekt genau. mit reinzubringen, den habe ich da, den habe ich dabei. Den benutze ich auch das ein oder andere Mal, weil ich einfach auch der finde, bringe nämlich ein Weiche in die Bilder hinein auf Drohnen ganz klar ND-Filter, ja, logisch auch zum Filmen nicht, ja. und so weiter und so fort. Da muss man einfach ND-Filter haben, das funktioniert nicht anders bei Drohnen. Ja, äh, gemischt mit einem Polfilter, das mhm. finde ich bei Drohnen extrem wichtig, weil wenn man wirklich andere Lichtsituationen hat, eine Reflexion in solchen Flüssen und so weiter, habe ich gerne ND gemischt mit einem Polfilter, mhm. aber eben nur auf Drohnen, auf Kameratechnik verzichte ich fast gänzlich auf Filter, weil ich auch da wieder das Gefühl habe, es schränkt mich in der Zeit an, ich verliere eventuell den Moment. Mhm ja dass ich dann was wechseln muss dass ich da technischer unterwegs bin und ich habe auch das Gefühl in der Nachbereitung ist mittlerweile so viel möglich und ja. auch so eine Z8 ich weiß nicht ich bin da technisch jetzt nicht dass ich genau dir die Stop-Anzahl sagen kann die du recovern kannst aber auch in den Highlights ja ist es schon ich glaube zwei drei drei Stops glaube ich ja. Hin, ja kriegst du in den Highlights halt schon äh, gerecovered, die Tiefen sogar noch mehr ja. ähm, da brauche ich nicht unbedingt den Filter. Ich unterbelichte tendenziell meine Bilder etwas, damit ich eben diese dieses Geschichte mit den Highlights genau. äh, eben nicht so leidtragend ist, sage ich mal, obwohl die Kamera so viele Möglichkeiten mhm. auch in der Nachbereitung hat. Ähm, und deswegen brauche oder habe ich das Empfinden nicht das Bedürfnis, die so in dem Maße zu nutzen. Mhm. Kann ich so unterschreiben? Äh, wo wir auch von ein bisschen von Drohne. Mit Kamera, so also im Vergleich, hatten wir ja gerade auch ein bisschen angesprochen. Ich habe hier gerade noch ein äh, Szenario gefunden, naja. wo wir genau das auch haben. Mhm. Vielleicht kurz zur Region was. Genau. Ähm, das ist jetzt eine der landmannalaugar region also eine Region, die für alle, die noch nicht auf Island waren, die Island jetzt nicht so sehr kennen, ähm, eine Region ist, die sehr gut erschließbar ist. Man braucht auch hier ein 4x4, das ist ganz klar, aber das ist im Prinzip, stellt euch eine Gravel Road, ja, so eine, so eine wie nennt man es auf Deutsch? Schotterpiste, Schotter. Schotterpiste vor, genau, ja, wo man halt ungemütlich drüber fährt, äh, wenn man da nicht gerade drüber rast. Ich grüße meinen Bruder, <laughs> der vielleicht hier zuhört, der sich ja auch den einen oder anderen Platten schon mal gefahren hat. Ähm, ja, das kommt schon mal vor im Hochland. Ähm, dann kommt man da sehr gut hin. Ja, man muss nur einen Fluss durchqueren, ähm, Richtung Landmannalauga. Wenn man da nicht mal, wenn man den nicht queren möchte, kann man vorstehen bleiben drüber, wieder eine Brücke. Okay. Und äh, dann ist man da am Campingplatz. Und das ist genau in dieser Region, aber eben nicht in der Region um den Campingplatz, sondern, und das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, Fahrt mal links, fahrt mal rechts. Ja, Macht es ein bisschen, dass ihr auch abseits der, wo alle langfahren, fahren. Dann kommt ihr genau zu solchen Orten. Mhm. Der ist nicht unbedingt direkt erkennbar. Und da muss man so eine, wer's, wer den Ort kennt, wer jetzt gleich hier zuhört, der weiß das. Ich weiß, dass eins, zwei, drei, vier meiner Freunde ähm, da auch waren. Es ist sehr ätzend. Stellt euch eine riesen Asche-Sanddüne vor. Ihr geht drei Schritte nach oben, sinkt zwei zurück ein, kommt dann aber eben ja. bei diesem Blick hinaus. Und äh, auch das ein Ort, der noch nicht so touristisch ist, obwohl er sehr nah am eben Lauger. Mhm. Campingplatz ist so 20-25 Fahrminuten von dort und genau super spannend das A schon so zu sehen Drohnenperspektive gibt einem nochmal natürlich dann ein bisschen mehr das Gefühl der Weite das Gefühl der Einsamkeit ja um das so mal so ein bisschen zu verstärken auch das mit der Person da im Bild ja ist für mich ein ganz klarer Faktor von Scaling mhm. nicht irgendwie ich will mich darstellen sondern ich möchte den Leuten die zugucken die meine Bilder sehen a das Gefühl von ich möchte da auch stehen mhm. geben also dieses bisschen Sehnsucht nach diesem Abenteuer nach dieser Landschaft und b aber auch wie groß wie weit ist diese Landschaft weil oft da kommen wir jetzt später noch vielleicht zu Vulkanbildern ja, ja fehlt einem einfach die referenz das stimmt ja man hat in den bergen ein gipfelkreuz okay dann kann man das ganz gut einschätzen man hat mal hier ein auto man hat ein haus mhm. man hat auch was immer ja aber eben in island wo die landschaften riesig sind da hat man das eben nicht und genau für sowas benutzt man ganz gerne dann das eine oder andere so ein Scaling-Objekt. Genau. Ich mache einmal kurz dein Panorama dazu auch an, damit man das so ein bisschen ah, ja. ne, auch mal so einen Einblick dafür auch hat, was man da auch alles dann zu sehen bekommt. Ja, irre. Ne? Also, wenn man also das sich nochmal so anschaut, ja, das ist ein Bild, ja, ähm, wie viele verschiedene Möglichkeiten man eigentlich in der Landschaft dort hat. Das ist ein Ort und man kann auf jeden Berg gefühlt hochgehen. Äh, man hat wahnsinnig. Viele verschiedene Perspektiven. Wenn ich das Bild in vier geteilt hätte, vier Hochkantbilder, und gesagt hätte, das ist die Region, das ist die Region, das ist die Region, hätten wahrscheinlich gesagt, boah, sag mir diese vier Regionen. Aber es ist tatsächlich eine Region. Also super spannend, ja. Definitiv. Du hast es auch so ein bisschen angesprochen. Vulkan ist auch ein Riesenthema bei dir. Mhm. Ich würde vorher noch einmal das mit den Nordlichtern einwerfen, weil das auch so ein bisschen ja, zeigt, ne, was ist auch. Äh, was man für Erwartungen auch hat, das hatten wir ja schon mal gehabt. Mhm. Und was für Planung dahinter steckt. Ich gehe mal deine Bilder hier dann so peu à peu durch. Genau. Also zu Nordlichtern, und das finde ich ist ein generell ganz wichtiges Thema. Was ich nämlich oft gefragt werde, was oft Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, ähm, ist, wie viel Arbeit, wie viel auch vielleicht Planung, ähm, wie viel Misserfolg mhm. auch hinter am Ende dann einem super tollen Bild steckt. Und das ist mir ein total wichtiges Thema, weil ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit oder in der heutigen Welt von sozialen Medien, von ja, generell viel digitaler Beschallung ist die Aufmerksamkeitsspanne auf einzelnen Fotos total auf der Strecke liegen geblieben. Ja, man swipet irgendwie durch, ein, durch sein Handy durch oder ja. auch auf Webseiten klickt man, klickt man, klickt man, immer mehr, mehr, mehr konsumieren. Und es wird eigentlich gar nicht so richtig klar, was an Arbeit, an Aufwand und an dem, was man generell auf sich nehmen musste, hinter so einem Bild steckt. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr gute Einleitung für genau nämlich die Geschichte, die hier hinter steckt. Das ist jetzt tatsächlich noch nicht so lange her. Ja, das war jetzt Anfang April. Ich war mit meinem Bruder zusammen auf Island. Und die Nordlichtvorhersage, ähm, die war super. Es ja, war wirklich ein hoher, also vielleicht für die, die sich noch nicht so viel mit äh, Nordlichtern auseinandergesetzt haben, man braucht verschiedene Faktoren dafür, dass man sie sieht. Mhm. Man muss natürlich in der richtigen Jahreszeit auf Island oder generell nördlich des arktischen Kreises sein. Island ist leicht drunter, ja, aber eben in der Region sein. Ähm, und es geht halt eben nur von Mitte September bis Mitte April. Warum? weil die Nächte einfach nicht mehr da sind. Ja, das heißt, jetzt bald, ich weiß nicht, heute ist der 11., vier, fünf Tage, dann geht es nicht mehr. Okay. Weil einfach eben die Nächte zu hell sind, als dass man noch Nordlichter gut sehen kann. Im Winter ist eben die Dunkelheit da und entsprechend kann man dann auch die Nordlichter sehen. Was braucht man noch dafür? Logisch, wie bei der Milchstraße, man braucht einen klaren Himmel. Ja. So, wenn man einen komplett wolkenverhangenen Himmel hat, keine Chance. Ja, dann vielleicht hat man Glück, dass so ein paar Lücken sind, dann sieht man was Grünes, aber ja. man braucht im Prinzip schon einen sehr klaren Himmel, um Nordlichter sehen zu können. Und was man natürlich auch braucht, ist sehr ähnlich zur Milchstraßenfotografie eigentlich. Keine Lichtverschmutzung. Wenig externe Lichtquellen, ja, die im Prinzip diesen Dunst ja anhellen, dass man den Himmel entsprechend nicht richtig sehen kann. Das ist total wichtig, das braucht man. Und die Sonne muss mitspielen, logischerweise. Ja. Die Sonne muss Partikel eben über Sonnenstürme Richtung Erde schießen. Ja, und die müssen dann auch noch, wenn man dort eben im nördlichen Polarkreis ist, auch. An die nördlichen Magnetfelder gehen. Das kann auch gut sein. Das habe ich auch schon erlebt, dass eine super Vorhersage war und alles ist an den Südpol gegangen. <laughs> auch das kann passieren. Das ist so. Und ähm, das wird entsprechend in sogenannten KP gemessen. Also das ist quasi, wie stark war jetzt der Sturm, wie viele Teilchen werden okay, erwartet, ja. das auf die Erde treffen. Die Geschwindigkeit der Teilchen ist sehr unterschiedlich. Es kann von 24 Stunden auf die Erde treffen, kann aber auch bis zu fünf Tage dauern. Das ist sehr unterschiedlich. Rein dieser Wert, Reicht aber noch nicht. Es gibt noch äh, dann natürlich äh, entsprechend ähm, die magnetische ähm, Kraft quasi, also die Kraft, die diese Teilchen auf die Erde treffen. Auch die ist wichtig. Und wenn das alles passt, dann kann man Nordlichter sehen. So, das klingt erstmal <laughs> total verrückt, ist aber wirklich sehr ähnlich wie die Milchstraße. Okay. Ja, nur abgesehen, dass die Sonne eben ein bisschen ja. mitspielen muss. Dafür gibt es Apps, die mhm. kann man nutzen. Da kriegt man gute Vorhersagen. Die Vorhersagen waren gut, Und darauf kommen wir nämlich jetzt zu sprechen. Am Vortag war die Vorhersage super hoher KP-Wert KP4, also es ist ein roter Wert. Das heißt, man erwartet da auch hohe Aktivität. Ja, das ist schon. Da geht man schon raus. Da gehen auch die Isländer raus. Ja, bei einem KP4. Zumindest die, die wir kennen, sagen auch oh, KP4. Das gehe ich jetzt schon mal raus. Das gucke okay. ich mir an. Ja, und ähm, wir sind überall rausgegangen. Wir haben überall die ganze Nacht gesucht. Ja, es war eine sternklare Nacht. Und dann haben wir in die App wieder reingucken. Dann war da auf einmal noch so ein ganz kleines Tetris. Und das war unser KP4, weil alles an die Südpole gegangen ist. Und dann war das halt so. Okay, schade. Ja, und wir waren die ganze Nacht unterwegs, haben überall geguckt und vielleicht kommt noch was. Die App hatte erst gesagt, super, und dann irgendwann war auf einmal aus mhm. so einem, ja, man hat es so eine interaktive Karte, so ein Feld, wirklich so ein ganz kleines Tetris. Und das war natürlich sehr frustrierend. Und dann war am nächsten Tag auch von jetzt auf gleich diese Nordlichtvorhersage deutlich schlechter. Wir sprechen mhm. von einem KP2. Ja, das ist so, wo man sagt, da kann man schon mal rausgehen, wenn es halt, ne, also dass, da kann man was erwarten, dass was im Himmel passiert, aber eben nicht in einer gewissen Stärke eigentlich. Ne. Es ist dann ja ein bisschen. Und man sagen, Glück, einfach was man braucht. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir haben wieder eine sternklare Nacht. Und das auf Island. Das ist nicht häufig, dass man das hat. Und ähm, dieses Flugzeugwrack, was man hier sieht, das ist für mich ein Ort. Ich war das erste Mal tatsächlich erst in dieser Nacht dort. Warum? Weil das eben einer dieser Orte ist, wo ich sage, da ist ein Parkplatz davor, da laufen viele Leute hin. Mhm. Ich habe da nicht so Lust drauf, mit so vielen Leuten da zu stehen. Ich mache das nur, wenn es eine Möglichkeit im Winter oder im Frühjahr gibt oder eben im Herbst. Wenn es nördlicher dort gibt, weil ich es einen super spannenden Vordergrund finde. Das stimmt. Und sonst finde ich das ehrlicherweise, meine persönliche Meinung, ein bisschen überbewertet, dieses Flugzeugfach. Vor allem, wenn man es sich mit, da sind wirklich, das ist wie eine Pilgerwanderung. Vier Kilometer okay. über einen schwarzen Strand, nichts um einen herum, nichts Spannendes zu sehen. Vier Kilometer geradeaus, über schwarzen Sand, bis man dort ist. Es ist ein bisschen, mittlerweile ein bisschen mehr, Das ist auch Auto, es gibt einen Bus anscheinend mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, der da die Leute noch hinbringt. Privatgrund. <laughs> ähm, also ein bisschen da auch wir ein Business draus gemacht. Naja, auf jeden Fall sind wir dort angekommen in der Nacht. Es war zum Glück niemand dort. Dann mhm. haben wir gesagt, weißt du was, Max, also mein Bruder heißt Max, ähm, wenigstens die Mailstrafe darüber. Selbst das ist doch schon ein cooles Motiv. Lass uns trotzdem hingehen. Wir gucken mal, vielleicht passiert ja auch was mit den Nordlichtern. Und so sind wir da hingegangen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt die Exif-Datei reingucken, die können wir glaube ich sehen, ne? ähm, yes. wie viel Uhr das entstanden ist. Genau. Uhr. Ja, muss man minus 2 rechnen. In Island ist minus 2. Ne? Also ist das dann 23.15 Uhr, mhm. als wir da waren. Ja? Und man sieht ganz klar Mehlstraße oben drüber. Ne? Ich mag das auch, das Flugzeug, das hat keine Lichter innen drin. Ne? Die haben das mit Lichtern auspräpariert. Ja? Und man sieht so ganz leicht am Horizont so einen leichten Schwein. Wenn wir nochmal die Exif gucken, sehen wir auch die Belichtungszeit, meine ich, gell? Äh, ja, lass sie mich. 20 Sekunden. So, Jawohl. Da sieht man es unten. Ja, 20 Sekunden, also irgendwie eine klassische Milchstraßenbelichtungszeit, dass die Sterne noch nicht ziehen. Ja, also lange belichtet. Ganz, ganz schwach am Horizont sieht man schon. Da ist ein bisschen grün. Mhm. Ehrlicherweise hat man das, als ich fotografiert habe, noch fast gar nicht gesehen. Das sieht man in der Nachbereitung jetzt ganz gut. Ja. Und wir haben gesagt, ach cool, wenigstens dieses Flugzeugwrack 23.15 Uhr mit der Milchstraße. Gibt doch schon mal was her. Und irgendwann habe ich dann zu Max gesagt: Ey, pass mal auf, da hinten, das sieht aus, echt wie so eine. Das ist dann wie so ein Nebel sieht das ein bisschen mhm. aus am Horizont. Auch das mit dem bloßen Auge, sehr schwer zu sehen. Ja, aber die Mehlstraße, die ist natürlich ein bisschen gezogen, war dann ein spannenderes Bild. Wenn wir jetzt hier auf die Exif gucken, ja. es war 23.15 gerade, haben wir uns erinnert. Ja. Ja, jetzt, jetzt sind schon wir schon mal ein bisschen später. Ja. Ja. Das heißt, man adjustiert dann ein bisschen, man ja, läuft ein bisschen rum, man findet irgendwie seinen richtigen Winkel. Und dann noch eins weiter. Wir sind tatsächlich mhm. dann dort geblieben, haben gesagt, boah, wenn da was passiert, dann könnte es ja eventuell... Und ich finde das persönlich ganz cool, weil das Flugzeugwerk dieses Nordlicht irgendwie rausschießt, aber ja. oben drüber ist trotzdem noch die Milchstraße. Also das war natürlich richtig cool und ich war damit schon happy. Ich hatte es nicht erwartet und ich war damit schon happy. Und es war so, boah, cool, Jetzt haben wir irgendwie ein, doch noch ein tolles Bild dafür, dass wir mittlerweile, jetzt gucken wir hier auf die Uhrzeit, 2.24 Uhr, 24, okay. ja, also 0.24 Uhr, 24. sind wir schon über ein Stündchen da in der Kälte. Es hatte mhm. hat ein bisschen Wind, ja es hatte so um die 0 Grad. War natürlich dick eingepackt, aber man bewegt sich ja auch nicht viel. Man steht an seiner Kamera ja. mit Stativ, wohlgemerkt, <laughs> und macht diese Bilder. Ja. Ja, und dann wartet man und wartet man und wartet man. Und was ich damit nur jetzt näher bringen will mit dem nächsten Bild, das Warten an so einem Ort bei, bei um die 0 Grad Wind und so weiter und auch wenn die Vorhersagen nicht so gut sind man weiß es eigentlich nie deswegen Tipp wenn es wirklich Nordlichter mit einer Vorhersage gibt und eine sternklare Nacht ist geht immer raus weil das was wir in der vorherigen Nacht erwartet haben und nicht gesehen haben haben wir tatsächlich dann da gesehen und du kannst es jetzt gerne zeigen ja es ist total irre gewesen ja, von jetzt auf gleich haben sich dann so am Horizont so Schlieren gezogen und ähm, dann mit den verschiedensten Farben kam das rein die haben getanzt die haben gespielt das war total irre. Ja, haben wir nie erwartet. So was würde man bei KP 3 4, wenn überhaupt erwarten, aber nicht bei zwei. Ja, also total abgefahren. Wenn wir da mal in die Zeit auch reingucken, auch ja, das ist spannend. Ja. losging. Da waren so. wir jetzt bei 3 Uhr. So, ne, jetzt sind wir bei 1 Uhr. Das heißt, wir waren schon fast zwei Stunden dort. Ja, also dieses Warten, das lohnt sich halt einfach wirklich ähm, um so ein Naturspektakel. Zu sein. Jetzt sehen die Leute, wenn man sowas auf Instagram macht, auf seiner Webseite auch, ja, hat er halt alles gut geplant, war da zehn Minuten, hat das Bild ja. gemacht so ungefähr. Nein, es ist nicht so. Ja, wir waren am Ende, waren wir um 4 Uhr dort weg, kommen wir gleich noch zu, wie es danach aussah, du kannst gerne noch eins mhm. weitergehen. Genau, sie also sind dann wirklich noch um das, um das Flugzeug herumgetanzt. Was ich auch spannend finde, gehen wir mal zwei zurück. Ich hatte dich ja vorhin, als ich die Bilder gesagt habe, eine Frage gestellt. Ne? Ja, fällt euch den Zuschauern in dem Bild was auf? Abgesehen der Nordlichter. <laughs> da müssen wir dem ja ein paar Sekündchen geben, mal gucken, ob da gleich was kommt. Ich habe auch gerade den Chat. Ups, Moment. Sorry. Sorry. So, ich kann in der Umfrage auch mal mit teilnehmen. Nee, ich war noch nicht da. So. Tatsächlich aber recht viele. Ich habe die Umfrage gerade mal äh, laufen nebenbei. Es pendelt sich ein, aber so ein größte Teil war tatsächlich schon da, der jetzt gerade hier zuguckt. Ja. So, und jetzt ist da was ganz Spannendes im Bild. Yes. Kann ich das hier eigentlich wegklicken, weil der Chat wird mir dadurch nicht mehr richtig angezeigt. Ja. Ah, perfekt. Super. Weg. So. so, Lichtquelle am Horizont links, schreibt jemand. Korrekt, da. So, und ähm, das ist was total Spannendes. Ähm, was könnte das sein? Ich hab's. Äh, du dachtst ja auch, hast eine Lichtverschmutzung, ich, ich, und genau, Lichtverschmutzung und so weiter ja. und so fort, ja. Ähm, genau, ja, genau. Es schreibt ja schon einer, links der Vulkan. Also ein aktiv ausbrechender Vulkan aktuell. Wir sprechen hier vom Flugzeugwrack. Ich habe mir gerade extra noch in die Karte ja. reingeguckt. Es sind. 200 Kilometer bis nach äh, Grindavik, die Stadt, die beim Vulkan ist, ja. Ähm, Luftlinie vielleicht 150 Kilometer und selbst von der Distanz sieht man am Horizont den Vulkan. Also irre. Ja, ich habe dir ein weiteres Bild mitgebracht, wenn wir einmal kurz aus dem Nordlicht dann rausgehen, ja. wo man das noch mal ein bisschen besser sieht, äh, nicht unbedingt mm. da vom Flugzeugbrack. Ja, es ist bei 224, müsste das sein. Yes. Guck mal, dann auch. Ne? Und das ist, von, ähm, das ist vom Skogafoss in der Region ungefähr aus fotografiert, also 140, 150 Kilometer Luftlinie weg. Und so sieht das dann tatsächlich die ganze Nacht aus. Also irre, ja, dass man von der Distanz, A, dass man Island so eine klare Sicht hat in der Nacht, ja. das ist das eine. Und B, dann wirklich diesen Vulkan, diese Kraft, diese Energie auf so eine Distanz sieht, das war wirklich unglaublich. Ja, hätte ich nie vorher gedacht. Ja, und man sieht ja einen Sternenhimmel oben. Ja, ja. Das war echt sehr, sehr, sehr verrückt. Jetzt nochmal zurück zu den Nordlichterbildern gehen. Jo, wahrscheinlich das. Genau. Ne? Und dann irgendwann spielt man dann noch irgendwie rum. Also selbst wenn die nicht mehr so stark sind, ja, wenn die dann so diese langen äh, Linien mhm. ziehen, die verrücktesten Farben, haben man auch immer noch so eine Möglichkeit. Ja? Und selbst das ist sehr beeindruckend. Ähm, und auch da die unterschiedlichen Belichtungszeiten. Ne? Wenn wir jetzt mal da kurz einfach da noch in die Exif reingucken. Okay, ja? ähm, hier sind wir jetzt vier Sekunden. Vier Sekunden. Ja? Bei den anderen Bildern waren es äh, mal drei, mal fünf Sekunden, je nachdem. Also man geht natürlich deutlich runter in der Belichtungszeit, je stärker die sind, weil sonst kriegt man viel Matsch und viel Helligkeit einfach mhm. im Bild. Um, und auch da noch ja, zu sehen, ganz klar, Vergleich zum Anfang, 20 Sekunden, um überhaupt was zu sehen. Ja. Jetzt sind wir bei vier Sekunden, also da auch mit dem bloßen Auge natürlich sichtbar. Weil die Frage, die kriege ich ganz oft, sieht man das wirklich so? Ich kann jetzt ein Handyfoto zeigen, das Handy lädt da unten. Ja, ist tatsächlich so, Also man, wenn die so stark sind und vor allem, wenn sie diese langen Linien ziehen, dann sieht man die auch wirklich mit dem bloßen Auge so. Okay. Dieses am Horizont, das ist eher wie eine grüne verpestete ja, okay. Wolke. Fairerweise. Ja. <laughs> die Erwartung oder die Illusion, dass das dann was ganz Spektakuläres auf das Auge ist, die muss man einfach nehmen. Das ist eher wie, auch da ist jetzt eine Wolke, die da vorzieht, ach, die könnte grün sein, das könnte Nordlicht sein. Okay. Wo wir auch gerade schon Vulkan angesprochen haben, wollen ja. wir reinspringen? Du können wir gerne machen. So, du hast ja auch ordentlich an Vulkanbildern mitgebracht. Es ist ja auch nicht so, dass du nur einmal da warst. Du warst ja ein paar Mal schon Vulkane, also aktive Vulkane, in dem wir ja. sind ja fotografieren. Ich gehe mal einfach jetzt. 21, war das dein erster Trip zu Vulkan? Das war das erste Mal, weil der auch das erste Mal in diesem Jahr erst ausgebrochen ist. Okay. Genau. Ähm, ja, vielleicht da, um ein bisschen weiter auszuholen. Also, wie kam das denn eigentlich? Ne? Also ich habe ja einen Zwillingsbruder und damals muss man sich überlegen, noch so, wenn man so ein bisschen zurück ähm, ähm, in diese Zeit versetzt, ja. Äh, damals Corona gewesen, sehr schwer nach Island überhaupt zu kommen, ganzer Tourismus zum Erliegen gekommen. Und mein Bruder Maximilian, also falls ihr da mal reingucken wollt, Maximilian Lerke, also auch auf Instagram, genau wie ich, nur anders eben, aber doch irgendwie gleich, der war dort und hat gesagt, cool, wenn man da ist und keine anderen da sind, nehmen wir diese strengen Einreisebedingungen auf uns, drei Tests, fünf Tage Quarantäne und so weiter. Und mhm. am letzten Tag, als er gerade aus der Quarantäne kam, an dem Tag ist der Vulkan, dieses Gebiet, das erste Mal ausgebrochen. Ja, 800 Jahre nicht aktiv und dann auf einmal ausgebrochen. Und das war echt... Total verrückt für mich, weil ich er hat mich zu Hause gelassen. Ja, und dann war natürlich so, ey, das kann nicht sein, ja. Der schickt mir zwischen will, Ich sitze hier zu Hause in der Quarantäne und kann nichts machen. Ja, Und ähm, dann war natürlich irgendwann, hat er tolle milde Milde mitbekommen. Der war wirklich ganz, ganz früh am ersten Tag am Vulkan, hatte da mega Glück. Ja, mhm. so, Wir haben ja auch Vorträge gemeinsam darüber, wie diese gesamte Story zustande kam. Nächstes Jahr auch wieder viel in äh, NRW unterwegs. Ähm, und ich will da gar nicht zu sehr aus, auf jeden Fall war das dann, der eine hat das gemacht. Was der macht, kann ich schon lange. Ich muss das auch machen. <laughs> ja. Ja. Und bin dann tatsächlich äh, im Sommer hin und habe gesagt, okay, ähm, ich reise auf jeden Fall auch hin. Ich muss mir das auch angucken. Und die Bilder sprechen für sich. Ähm, die ersten Tage war echt schlechtes Wetter, sehr zugezogen. Und auch da extremstes Glück gehabt. Also es ist so einer meiner, ich würde schon fast sagen, Top-Fotografiemomente. Man hat nichts erwartet. Der Horizont war zu. Und irgendwie hat die Sonne sich den Weg durchgekämpft ja, und ähm, hat dieses... Spektakel halt quasi noch dann mit diesem, ich sag mal, Auge Saurons ja. am Horizont, das Auge Saurons, irgendwie noch das Licht reingeworfen. Also äh, absolut spektakulär. Und das Besondere an dem Vulkan 21, und die Isländer selber sagen auch, das war der tollste der Ausbrüche, ähm, einfach weil der so gut zugänglich war. Ähm, weil er keinen großen Schaden angerichtet mhm. hat. Es war einmal ein bisschen am Kippen mit das Untersee, beziehungsweise Unterseeleitungen, die ankommen in Island, gegebenenfalls von der Magma äh, getroffen werden. Äh, aber weil er einfach extrem groß ist, also die Größenverhältnisse, weil natürlich hier kein Scaling-Objekt ja. ne, neben so einem Krater bisschen, stehen, <laughs> ähm, ist natürlich schwierig. Ja, aber die Auswürfe waren in den Spitzenzeit 400 Meter hoch. Das muss man sich überlegen. Ja. Da war das Gebiet auch gesperrt. Als wir da waren, die Auswürfe so ungefähr 120 bis 150 Meter, also Kölner Dom mäßig hoch. Ja, ich weiß, ich bin hier in Düsseldorf, aber Aus die Osterenzen Referenz Wie hoch ist der Fernsehturm hier? Oh, das weiß ich nicht. <laughs> Regie? Das schreibt jetzt hier gleich einer vielleicht? Ja, also auch ähm, kleiner, sagen wir es mal so. <laughs> Fernsehturm, ja, also auf jeden okay. Fall 240. Ja, also ein bisschen kleiner natürlich als der Fernsehturm. Die Aussichtsplattform? <lacht> <lacht> wofür hat man die Regie? Dann, genau, wofür <laughs> haben wir die Regie? Na gut, ja. wir warten kurz, bis die Antwort kommt. <laughs> Auf jeden Fall, also ne, ähm, einfach riesengroß. Ja. Genau. Die, die, die Wanne, die man da sieht, so im, im Durchmesser, so 180, 190 Meter, also auch riesig, ja. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das nicht mal gesehen hat. Und auch da wieder spannend zu sehen, das ist einer dieser Auswürfe, ja, so 120 Meter wahrscheinlich hoch in dem Bild. Ähm, und da habe ich auch wieder mitgebracht: die Differenz zwischen der Unterschied zwischen Kamera genau. und Drohne. Was kann man da erwarten? Das ist jetzt ein Kamerabild, auch ein gesumtes Bild. Mhm. Ja. Ähm, in entsprechend, also da 70-200, die Frage, die vorhin kam, 70200, kann man solche Bilder ja. machen? Ja, super. Ähm, wenn wir jetzt einmal äh, auf ein weitwinkligeres springen, äh. genau, ne, dann sieht man das mal ganz klassisch, das ist schon ein Stück weit weg. Man konnte in dem Jahr, aber das war natürlich mit Sonnenaufgang super von da oben zu sehen, man hatte eine erhöhte Position um diesen nächsten Berg, der da kommt, mhm. drumrum und dann wiederum auf den Berg, der dahinter kommt, drauf und dann wieder runter und dann war man direkt am Magmafluss. Ah, okay. Genau. Ich fand die Perspektive von dort aber einfach spannender, weil man in den Krater reingucken konnte von der mhm. Höhtenposition. Position, wenn man drumherum gewandert ist und hoch auf den nächsten Berg kommt man nicht mehr in den Krater reingucken. Wenn er gespuckt hat, hat man es noch gesehen, aber man hat eben nicht diese Gesamtsicht gehabt. Und okay. man hätte auch entsprechend weg von dem Sonnenaufgang fotografiert. Ja, stimmt. Der Sonnenaufgang ist ja jetzt hier rechts im Bild und wenn man davon natürlich jetzt umdreht Richtung wird, ist ja im Rücken mhm. und das war natürlich nicht meine Priorität. Ja, Gegenlicht ist immer magisches Licht in der Fotografie. Absolut. Das kann man wunderbar immer mitnehmen. Ja, absolut. Ja, vor allem in so einer Szenerie. Wenn wir ja. sonst ja nochmal, wie gesagt, jetzt auf so einen, ne, also noch nochmal auf das Bild gehen, wie es halt aussieht, wenn wir jetzt wirklich äh, ja, mit der Drohne sowas fotografieren, da kommt ja. man natürlich in andere Perspektiven rein. Ja, äh, man kann diese Ausläufer, diese Adern einfach nochmal ganz anders in Szene ja, setzen. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, soll ich, ich bespringe einfach auch einen weiter. Ja, gerne. Ja, auf 23, dann. Ja, genau. Also kannst du vielleicht gerne mal hier erstmal, genau, da sieht jetzt einmal mein Boah. Bruder, also wir sind wirklich Zwillinge, wir sehen zwar ein bisschen anders aus. Manche meinen noch, wir sehen total gleich aus. Ich bin immer davon, äh, ich bin immer davon überzeugt, dass wir das nicht tun. Ja? Und da sind wir gemeinsam äh, an dem Vulkan. Ähm, der Vulkan äh, gar nicht so, also es gab 2022 gab es einen Ausbruch. Und wir haben gesagt, wie cool wäre das, wenn wir beide das doch irgendwie noch schaffen könnten, gemeinsam das auch mal zu erleben. Mhm. Nicht jeder für sich, sondern wir als Einheit irgendwie gemeinsam dieses Naturspektakel uns anzugucken. Wir wollten uns einen Flug buchen, 2022, äh, Als wir gehört haben, da passiert was, haben zwei Wochen gewartet. An dem Tag, als wir buchen wollten, ist ja wohl Wir sagen immer heute an und aus ausgegangen. Ah. Das war so Mist. Wir haben zu lange gewartet. Dann haben wir uns geschworen, wenn es nochmal passiert, an dem Tag, wenn es passiert, da buchen wir uns einen Flug, no matter what. Und äh, gesagt, getan, 23, ja, die Isländer haben da schon so ein bisschen Scherze drüber gemacht, ja, jedes Jahr im Sommer, höhö, <laughs> machen wir den Vulkan an, ja. ähm, ist es wieder das gleiche Ausbruchsgebiet, ein bisschen weiter hinten, ein paar Kilometer weiter ist wieder äh, das System ausgebrochen und äh, dann haben wir direkt den Flug gebucht, wir sind gemeinsam dorthin ähm, und viele, ich nenne es jetzt mal ganz äh, unverblümt so Idioten, äh, haben diese, weil mit Tourismus kommt halt einfach ja. auch Übermut und Leute, die nicht... Sich so einer Naturgewalt irgendwie dem nötigen Respekt gegenüber begegnen, sind über die getrocknete, scheingetrocknete Magma gelaufen, oh. sind sehr nah an den Kraterrand gegangen, was absolut abgesperrt war, man durfte ja. nicht und Leute wollten natürlich für ein cooles Selfie und so weiter dahin. Und als wir ankamen, hat die Regierung gesagt, nö, das ist uns zu wild, Vulkan gesperrt. Und das war natürlich dann für uns Mist, diese ganzen Idioten, die halt irgendwie etwas, was nahbar und machbar ist, dass jetzt, also die wenigen, die den vielen das kaputt machen. Ja und dann mussten haben wir drei Tage gewartet und die Regierung hat dann irgendwann gesagt okay äh, wir gucken es jetzt noch einmal an und haben das Gebiet wieder aufgemacht mhm. und so sind wir dann echt auch gemeinsam in dem Jahr dahin gekommen und das war ein sehr spezieller Ausbruch weil man sehr nah dran kam also das war deutlich näher als 21 zumindest für mich deutlich näher Max als er das erste Mal ganz am Anfang da waren natürlich keine Grenzen es ähm, waren so 300 Meter vielleicht zur Ausbruchsstelle ja und wenn wir mal uns hier so ein Bild angucken ja auch da wieder die klassische 70-200-Frage. Das ist jetzt nicht mit dem 70-200, das ist mit 500 Millimetern geschossen. Aber auch da, was kann man für Effekte erzielen? Mhm. Das ist genau das, was du mich ja auch gefragt hast: ja, zu sagen, hey, ich möchte einfach meinen Hintergrund ja, komprimieren. Ich möchte das an genau. mein Objekt, also in dem Fall ist, bin ich das jetzt im Foto, mein Bruder hat das Foto gemacht, das ist ein Bild, was mein Bruder geschossen hat, ähm, ja, heranholen, um einfach ne, diesen Effekt zu bekommen. Man steht unmittelbar davor. Ähm, wenn wir aber mal ein realistisches Bild zeigen, wie nah man war, wir haben eins in der Nacht dabei. Ähm, Na, das ist jetzt das hier ist niemand? Na. hallo, eins. Auch mit Komprimierung. Gehen wir an die. Ja, genau. Ne? Also da sieht man es einmal. Ja, also man hatte so einen Aussichtsberg, auf dem man hoch konnte. Das Ganze war gesichert von, ähm, von Search and Rescue. Mhm. Die hatten noch entsprechende Drohnen dabei, um zu gucken, wie ist die Pollution, ja, wie ist der Gaswert okay, und so weiter. Ja. Und wenn das von den Winden her nicht gepasst hat, die Leute weggeschickt. Ja, also ähm, genau, also man kam schon sehr nah dran, ja. Und natürlich auch da, das sind jetzt alles Kameraaufnahmen, den Weg dahin, auch das spannend, ja. Äh, man sieht schon von ganz, ganz weit, ähm, im Prinzip diese Kraft und diese ja. Farbe. Und es ist nicht irgendwie, also habe ich ganz wenig dran gemacht an dem Bild, außer heller gemacht. Ja, es sieht wirklich so aus. Das ist das, was ihr auch vorhin von 150 Kilometern gesehen habt, ja. Es sieht wirklich so aus, es ist total irre, ja. Diese Energie, mhm. die sich irgendwie in diese Wolken überträgt. Und ähm, wenn man so ein bisschen weiter wegkommt, das sind die alten Krater. Vorne der große 221, im Hintergrund der kleinere 222. Und ich fand es dann ganz spannend zu sagen, ey, dieses rote, das sieht aus, als ob der noch irgendwie ein bisschen dampft. Tut er natürlich nicht. Ja. Ja. Die sind nicht aktiv, aber entsprechend da auch spannend allein deswegen schon in diesem Gebiet mal unterwegs zu sein. Und natürlich hier auch wieder die Differenz zwischen ja, sowas zum Beispiel. Genau. Das ist möglich auch mit der Kamera. Auch da wieder für den 70, 200 Kollegen. Ja, äh, das ist dann spannend natürlich mit, einer entsprechenden, mit einem entsprechenden Telesum. Ansonsten die Drohnenbilder sprechen natürlich wieder für sich. Ja. Also da kriegt man einfach Perspektiven hin. Die sind nicht möglich mit der Kamera. Ja. Einfach aus Sicherheitsaspekten auch. Ja, man kann sich dort nicht frei bewegen in diesem Gebiet. Rechtzeitig, dieser Aussichtsberg, das ist der, auf den man drauf durfte. Mhm. Ja, ähm, genau. Also total spannend, das mal zu sehen, auch wenn sich dann, was für eine Energie so ein Vulkan noch hat. Ne? Dieser Nebel der dort reinkam, ähm, ja, vom Meer kam, das war Seafog, mhm. der einfach vor diesem Vulkan Halt gemacht ja. Das war schon echt verdammt irre, muss man sagen. Ja. Und so ergeben sich dann die verschiedensten Perspektiven, auch in der Nacht, ja mit verschiedensten Lichtstimmungen, also total äh, abgefahren, ja, wie so ein, so ein kleines Tor zur Hölle schon fast. Also total irre, muss man einfach mal erlebt haben. Und auch da Drohnentechnik, auch große Drohnentechnik natürlich, mhm. wieder spannend zu sagen, Abgesehen solcher weitwinkligen Fotos, was kann ich auch machen? Natürlich wieder komprimieren die ja. Bilder. Und dafür ist diese optische Täuschung. Ja, ich stehe hier nicht am Kraterrand, sondern auf dem Aussichtsberg, der entsprechend diese 300 Meter zum Krater hat. Mit der entsprechenden Perspektive, mit dem entsprechenden Objektiv, kann man dann auch solche verrückten, ja schon desillusionierten Bilder. Machen. Ja. Ja. Aber es ist halt mal was anderes. Ne? Es ist halt nicht dieses klassische Bild, was man halt kennt. Ja. Und das mag ich halt. Absolut. Hier ist eine Frage, die finde ich sehr spannend. Wie heiß ist es dort? <laughs> ja. Und ähm, das ist sehr unterschiedlich. Weil der Hauptfaktor, der die Hitze dort bestimmt, ist, wie der Wind steht. Wenn der Wind über die Magma geht, müsst ihr euch das vorstellen wie ein Föhn. Und je näher man an die Magma drangeht, desto heißer wird es. Mhm. Ähm, es ist eine recht angenehme Wärme, wenn man mit Abstand dazu steht. Also dann, wenn man, sag mal, im Sommer dahin wandert in der Nacht, dann hat es vier, fünf Grad. Also es ist recht frisch, ist okay, Island halt, ja. Ja. kann auch mal gegen Null gehen, das ist auch durchaus möglich, dann zieht man seine Jacke aus und dann sitzt man da halt einfach so, wie wir jetzt hier stehen im Studio, ja, ähm, tatsächlich einfach nur mit dem Pulli. Mhm. Wenn man zu nah dran geht und der Wind kräftiger wird, dann wird das unangenehm. Ähm, das heißt, man sollte immer gucken, einen gewissen Abstand auch zu den Magmaflüssen haben, das ist nicht unbedingt der Krater, der so heiß ist, sondern na, wenn der Wind über die Magma zieht, die Magma ist genauso heiß, 1200 Grad. Das ist wie ein Föhn, wie ein Durchlauferhitzer. ja. Ähm, wenn der Wind falsch steht, dann kann das schon, wenn man nah dran ist, echt auch mal wie ein heißer Föhn sein. Ähm, aber es ist ganz angenehm, wenn es da so eine Brise hat. Die Isländer, die saßen dann da wie in so einem Amphitheater mit Bier und so weiter, haben es da hingesetzt, <laughs> ja, es war wie so ein lauer Sommerabend ja. und haben sich das Spektakel dann angeguckt. Okay. Sonst irgendwas beachten, ich meine, ich habe es bei anderen Bildern, würde auch gesehen, äh, wo eine Maske dann auch getragen mhm. wurde, wegen den, ich nenne es Dämpfen, die halt jetzt da. Nicht so ganz ja. ohne sind. Ja, genau. Also, die haben äh, zumindest an der nahen Stelle, äh, an der wir da dran waren, da sind die schon hingegangen und ähm, haben halt teilweise Masken verlangt. Ähm, mhm. Das haben wir aber auch zum Selbstschutz gemacht. Äh, der Schwefelgehalt in der Luft und die anderen Gase, die waren einfach sehr hoch. Man merkt das dann irgendwann, wenn man mal so ein bisschen so okay. schmeckt, dann hat man so einen schwefligen Geschmack im Mund. Sehr unangenehm. Und man sollte dem nicht zu lange ausgesetzt sein. Und deswegen wollten wir auch bei, der, äh, bei dem Ausbruch auf Nummer sicher gehen. Mhm. Kommen wir jetzt gleich noch zu diesem Jahr. Ja. Ähm, da war das nämlich dann verpflichtend, tatsächlich. Genau. Ja, Und ja. bei diesem Jahr äh, möchte ich vorher vielleicht, also wir können da ja gerne schon ein Bild zeigen. Ähm, Bist du hier direkt oder möchtest du mit dem Vulkan? Nee, machen? erstmal gerne irgendwas vom Vulkan. Genau. Ah, also äh, dieses Jahr, beziehungsweise das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich würde jetzt mal sagen, Island, Vulkan, boah, muss ich hin. Ist aber in dem Falle jetzt hier nicht möglich. Ja, das heißt, sie hat ja gerade gefragt, soll demnächst diesen Sommer wieder ein Vulkan ausbrechen. Es bricht gerade ein Vulkan auf Island <laughs> aus. Das ist aber nicht das gleiche Ausbruchsgebiet, was die letzten drei Jahre aktiv war. Also nochmal ein neues. Das ist jetzt ein neues Ausbruchsgebiet. Das ist deutlich näher an Grindavik, also an der Stadt mhm. unten im Süden vom Reykjanes-Peninsula. Und der ist jetzt in den letzten, also seit November ist er jetzt viermal Schon ausgebrochen, dieses System. Die ersten Tage war das recht kurz, immer nur, aber viel, viel größer. Also, der erste Spalt, der sich aufmacht, bei der letzten Eruption war fünf Kilometer lang. Das muss man sich mal überlegen. Also eine viel, viel größere Masse an Magma, die da in einer viel, viel kleineren Zeit rauskommt. Mhm. Das Problem an dem Ausdrucksgebiet ist halt, dass es sehr viel näher an Grindavík und an der Blauen Lagune ist. Wenn wir mal nochmal die andere Perspektive wählen. Äh, die, ja. genau. Da sehen wir ganz hinten am Horizont, wenn wir damit mal Maus mal rausgehen, ähm, da hinten genau, ja, da hinten, das ist Grinderweg. Eine Stadt, 3.000, 4.000 Einwohner, ja, und die wurde äh, bei der zweiten Eruption ähm, komplett evakuiert. Die Leute hatten nur wenige Stunden Zeit, die Häuser zu verlassen. Ja, die Häuser sind teilweise abgesunken in die Erde. Äh, es gibt riesige Risse in den Straßen. Die letzte Eruption, ja, da sieht man das mal. Ähm, ja, diese Risse, in den, die gehen wirklich durch die gesamte Stadt durch. Jetzt fragt sich sicherlich der eine oder die andere, ähm, wie können solche Aufnahmen möglich sein? Und das ist ganz wichtig zu sagen. Ähm, dieses Jahr, das ist jetzt erst anderthalb Wochen her, ähm, mein Bruder und ich, wir hatten, weil wir für verschiedene Magazine arbeiten und für Presse arbeiten, haben wir eine Presseakkreditierung gehabt, einen entsprechenden Presseausweis. Haben dann über die verschiedensten Kanäle in Island, auch da muss man über die offiziellen Behörden gehen, äh, diese Akkreditierungen, diese Pressenachweise im Prinzip eingereicht. Und selbst dann ist man noch nicht zugelassen. Ja, okay. Also, selbst dann ähm, entscheiden die situativ, ob das in Ordnung ist. Es gibt täglich quasi Pressetouren dahin, Touren in Anführungszeichen, man wird eskortiert mhm. ähm, mit Search and Rescue. Man hat nur eine gewisse Zeit, die man sich dort aufhalten darf. Und es gibt bestimmte pro Tag, je nach Bedingungen des Vulkans, Bestimmungen, die man erfüllen muss. In dem Fall mussten wir einen Helm mitnehmen mhm. ähm, und eine Gasmaske mit einem gewissen Gasfilter. Aufgrund der giftigen Gase dort. Äh, zu anderen Zeiten musste man sogar noch einen Gasmeter mitbringen. Ist, oh pass, das ist total. Okay. Jetzt muss man überlegen: man reist nach Island, man plant es nicht. Also, wir waren nicht dort, weil ja. wir das geplant hatten. Das kam, nachdem wir den Flug gebucht hatten. Wir hatten den Flug gebucht und unser Ziel war, Polarfüchse fotografieren. Unser Ziel war, nochmal Nordlichter zu fotografieren. Okay. Und gar nicht Vulkan. Das ist passiert, während wir schon den Flug hatten. Und äh, ja, die Bemühungen haben sich ja am Ende dann äh, in Anführungszeichen bezahlt gemacht, dass wir das dann uns anschauen durften und wir durften auch nach Grindavik, also uns die Stadt angucken und ich finde, das ist ein ganz wichtiges, auch dokumentarische Arbeit, um den Leuten nahezubringen, so schön so eine Natur ist, so zerstörerisch ist sie auch gleichzeitig und ähm, das hat schon echt in einem was bewegt, als man da war, mhm. das muss man schon sagen. Ja, diese Euphorie, die man 21 und 23 hatte, die war da nicht so vorhanden, ja, ja dieses, ich. Einfach eine ganze Stadt, die jetzt eine Geisterstadt ist. Die Leute dürfen auch nicht mehr zurückkehren. Es gibt noch ein staatlich gefördertes Programm, dass diese Häuser quasi die Werte der Häuser bezahlt werden, damit die halt umsiedeln können. Okay. Und die dürfen in gewissen Zeitslots noch da rein, um ihre Habtätigkeiten rauszuholen. Und das aber auch nur an bestimmten Timeslots pro Tag. Und teilweise geht es gar nicht mehr in diese Häuser rein. Es gibt wirklich da Cracks durch die Häuser durch, die sind abgesunken, drei, vier Meter, es wird erwartet. Da sieht man die Magma, die in die Stadt geflossen ist. Ja. Ja. Zum Glück nur an den Rand der Stadt. Also es wurden nicht so viele Häuser zerstört, nur zwei, ähm, nur. Aber dennoch noch die Zufahrtswege. Wenn man eins weitergeht, ein Bild noch, na auch das sieht man dann. Ja, die Zufahrtswege, die Natur holt sich das zurück, was sie geschaffen hat. Ja. Das ist einfach so. Und das ist eine Naturgewalt, die nicht zu unterschätzen ist. Die ist gefährlich. Ähm, und man sollte diese Schließungen und dem, was da halt an Auflagen ist, auf jeden Fall entsprechen. Und äh, ich kann das nur sagen, weil ich habe letztens den Livestream gesehen. Äh, in der Nähe ist die ganz berühmte blaue Lagune. Die mhm. war jetzt ganz lange geschlossen und die wurde jetzt wiedereröffnet. Und die Leute haben diese Wiedereröffnung genutzt, um zur blauen Lagune zu fahren. Und ich kann das einfach nicht verstehen. Haben an dem Straßenrand gehalten, sind durch illegales Gebiet gelaufen, mhm. um nah an den Vulkan zu kommen. Es gab aber Online-Livestreams mit Drohnen. Äh, darauf ist die Polizei deswegen darauf aufmerksam geworden. Die machen auch Drohnenkontrollen dort, ja. die Polizei. Die haben Wärmebild-Drohnen. Und es war unglaublich. Ich kann dir gleich nach dem Stream hier gerne einen Screenshot zeigen. Ich habe es auf dem Handy. Da standen zehn Leute am magmarand Krass. Das ist unglaublich. Ja, also wir waren 500, 600 Meter vom Vulkan, ja. sogar mehr, ja, als wir da eskortiert worden sind. Und das ist super gefährlich. Nicht nur wegen dem, was im Boden passiert, sondern auch wegen der Dämpfe. Ja. Und dass sowas wieder missachtet wird, ist einfach unglaublich. Also das kann ich auch nicht verstehen. Die Leute, ich habe dann über Freunde Presse verfolgt und so. Die haben hohe Strafen bekommen. Die wurden gefasst, haben hohe Strafen bekommen und dennoch regt das auch wiederum andere an, nachzumachen. Ja, leider. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann. Also, so schön dieses Naturspektakel ist, desto blöd ist auch äh, letztendlich ja ähm, die Leute, die es ignorieren. Ja, man darf es halt nicht wissen, allein wenn wir halt die Bilder in der Nacht gesehen haben, ne? Was halt mhm. ewig weit weg ist, wenn ich das immer noch von der Energie so ja. weit weg das ja. habe. Dann und da war die Energie nachher. schon am Absinken. Ja. Waren am Anfang waren das, glaube ich, sieben oder acht Krater hintereinander. Ja, es wird ja so ein Spalt, wird irgendwann kleiner und dann bilden sich die Krater und das ist dann da, wo es halt noch rausdrückt. Und da waren ja nur noch zwei. Und wenn dieser Spalt ist, was meinst du, wie das aussah, als der gerade ausgebrochen ist? Ja, die Isländer, wir haben da Freunde, die sagen, das ist irre, wie das aussieht. Wirklich irre. Es kam eine Frage, wie man als normaler Mensch, wie nah man drankommt. Auch das eine spannende und total berechtigte Frage. Also zunächst einmal, die Ringstraße hat damit nicht viel zu tun. Es ist unten des Reikernes-Peninsula, das ist eine Halbinsel. Die Ringstraße, die geht eigentlich nicht durch diese Halbinsel mhm. durch, die knickt vorher von Reykjavik ab. Ähm, man kommt recht, recht nah in Anführungszeichen, also kilometertechnisch ist das schon was. Ja. Ähm, aber man kann mit einem guten Telezoom kann man auf jeden Fall schöne Aufnahmen machen. Mit einem wirklich einen guten Telezoom kann man in den Krater, also es war dies ja zumindest möglich, an dem Vulkan in den Krater sogar rein zu fotografieren. Ich habe jetzt persönlich kein Bild mitgebracht. Ich ich habe die Bilder erst letzte Woche mit nach äh. Haus gebracht. Ich habe geguckt, dass ich überhaupt was fertig mache. Ähm, aber es sind schon noch ah, acht, 9, 10 Kilometer Entfernung zum Vulkan. Das sind schon. In der Nacht sieht man den aber ja, wie gesagt, auch von über 100 Kilometern Entfernung, wenn man Glück hat. Ähm, genau. Und ähm, ja, wie lange das noch anhält, keine Ahnung. Äh, die hatten eigentlich die Prognosen gesagt, das wird im, um Ostern herum auf. Er ist immer noch aktiv. Es gibt nur noch einen. Krater mittlerweile, einen Schlot, ähm, wann der es endlich sich dann selbst erstickt. Das ist abzuwarten. Okay. Äh, dann ich suche gerade noch mal eine Sache raus, mhm. ähm, auf wie sich die Landschaft verändert. Es sind ja nicht nur Vulkane, die so die Landschaft so ein bisschen mal, zeichnen mhm. und was ändern. Jetzt suche ich gerade einmal, was du mir vorhin noch gezeigt hast. Den Wasserfall. Oder was ja. Den magma -Kalender? Oder ah, den ja, Canyon. Den, den magma da. da sind wir im Osten. Genau. Ja, auch das äh, ein spannender Ort tatsächlich. Äh, der Hengifoss ja, ist einer der höchsten Wasserfälle Islands. Äh, wenn es richtig im Kopf war, 118 Meter. Ich weiß nicht, Pi mal Daumen plus minus. <laughs> ähm, das Spannende daran ist, ähm, dass, dass man diese, diese Strukturen in dem Stein, ich sage mal, das ist wie, ein, wie ein Stück Kuchen, mhm. ja, ist einmal aufgeschnitten und einmal reingeguckt. Ja. Und das ist total spannend, weil ähm, das ist quasi, wenn frische Magma sich auf neuer Vulkanausbruch äh, und dann mit Eisenoxid in Verbindung gerät und das Ganze dann noch feucht wird durch ein Wasser etc. pp oder durch eben schnelle Erkaltung und so weiter, dann bilden es diese roten Ränder ab. Und wenn dann eben die neue, der neue Vulkanausbruch kommt, dann wird das natürlich, ne, kommt die nächste Schicht obendrauf mhm. und wieder nur die Oberfläche, die kommt eben mit Eisenoxid in Verbindung und wird dann entsprechend so rot. Und daraus kann man halt äh, geologisch tatsächlich erkennen, wie lange diese Vulkanausbrüche ähm, von einem Abstand zeitlich her Auseinanderliegen. Total spannend, das so ja. zu sehen. Ähm, und es sieht auch wirklich so aus. Also es ist total irre. Man kann bis runter, das ist jetzt natürlich ein Drohnenbild. Man kann bis runter an den Wasserfall wandern. Das ist ein Wanderweg, man kommt sehr nah dran, sehr spannender Ort, um sowas mal zu sehen. Und nicht unweit dessen ist auch ein total spannender Ort, nämlich genau der. Mhm. Ja, ähm, manche kennen ihn, manche kennen ihn nicht. Ich sag mal, in meiner Fotografen, Landschaftsfotografenwelt ist der irgendwie doch irgendwie bekannt, aber für viele ist es dann doch irgendwie ein neuer Ort. Das ist der sogenannte Stuttlergill Canyon. Spannend daran ist, vor wenigen Jahren gab es den noch gar nicht. Und das ist was, was ich persönlich an Island auch so spannend finde. Weil immer kommt man dorthin und sieht wieder was völlig Neues, was man nie erwartet hätte. Und genau dafür spricht auch dieser Canyon. Das war ein Gletscherfluss, ein großer, großer Gletscherfluss. Ähm, sehr ungezähmt, ja, wie der sich den Weg Richtung Meer gesucht hat. Und die Isländer nutzen diese Gletscherabläufe, um Energie zu gewinnen. Und äh, haben wir entsprechend dort einen Staudamm gebaut. Entsprechend ist der Fluss komplett vom Level her abgesackt und dadurch hat sich dieser Canyon erst geöffnet. Den kannte vorher niemand. Irre. Also wirklich irre. Ja, und man sieht das ganz gut. Also, da Tipp für die, äh, die dort gerne hin möchten zu diesem Canyon. Ähm, es gibt zwei Wege. Der offizielle ist, das heißt, beide sind offiziell, man sieht es ein bisschen ganz gut. Ja, oben ist ein Parkplatz und dann kann man so eine Treppe runtergehen, es bei so einem Bauernhof, dann kommt man aber nicht in den Canyon rein. Man steht dann überhalb des Canyons und fotografiert eigentlich das, was spannend ist, nämlich den Canyon selbst. Und ähm, es gibt einen weiteren Weg, man muss ein bisschen wandern, dann kommt man da sehr gut hin. Ähm, total beeindruckender Ort, ja diese orgelförmigen Basaltsäulen in diesem Canyon, es ist irre. Und auch da, ich habe dir das Bild schon vorhin gezeigt, ja Scaling, also ja. da auch mal wieder eine Referenz geben, wie groß dieser Canyon eigentlich ist. Wirklich irre, wenn das Wasserlevel okay ist, kommt man da rein. Man kann durchwandern komplett über diese Basaltsäulen. Und wenn man da drin steht, da bleibt einem echt der Atem weg. Also total beeindruckender Ort. Auf jeden Fall. Weil sowas finde ich halt auch faszinierend. Die Natur verändert sich immer. Das, das akzeptiert man so ein bisschen, ne? aber dann in solchen durch Dimensionen ist halt wirklich nochmal was anderes. Absolut. Äh, so. Ich werf's auch das auch nochmal mit rein. Ja, vielleicht, wenn wir gerade bei Gletscherflüssen sind. Genau. Ja. So, zack, nehmen wir mal. Ja, also ähm, auch da wieder äh, zweierlei Maß. Zwei Seiten der Medaille. Äh, zum einen Gletscherschmelze nicht gut. Ja. Ähm, und vor allem für Island nicht gut, weil sehr, sehr viele Wassermassen sehr ungehindert äh, in, entsprechend vom Landinneren Richtung Küste fließen. Und äh, muss, man muss Island so vorstellen, dass der, die Mitte des Landes oder der, der Kern des Landes unbewohnt ja, mhm. weil eben das Hochland und da gibt es halt nichts. Und drumherum leben die Isländer. Und diese Wassermassen, die gehen natürlich ungehindert Richtung Küste. Was passiert dadurch? Mineralien ungefiltert, Stoffe, die seit Ewigkeiten im Eis geschlummert haben ja. und machen einfach teilweise den Boden unfruchtbar, machen die Felder kaputt, überschwemmen sie, überfluten sie. Und die kann man kaum zähmen, diese Flüsse. Und so traurig diese Geschichte eigentlich ist, desto verrückt sind halt aufgrund der Mineralien, aufgrund der Bodengegebenheiten, aufgrund der unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten von diesen Flüssen die Fotos, die sich aus der Luft da erstellen lassen. Also abgefahren, mhm. jedes dieser Bilder ist tatsächlich ein Unikat. Weil die Flussläufe sich so schnell verändern, dass zwei Stunden später es schon wieder anders aussieht. Auch von den Farben her. Und deswegen ist, es, ist im nächsten Jahr sind vielleicht diese Stellen gar nicht mehr existent, weil viel zu so viel Wasser kam, weil zu wenig Wasser kam, weil Wasser einen anderen Weg gesucht hat. Also total irre, das mal aus der Vogelperspektive mhm. gesehen zu haben, entweder mit der Drohne oder aber am besten noch mit dem Flugzeug. Ja, da ermöglichen sich Bilder. Das ist total abgefahren. Ja, also wie Gemälde. Ich habe die Bilder bei mir zu Hause selber hängen in der Wohnung. Und immer wenn neue Leute kommen, ja, zu Besuch kommen, dann sagen, wer hat das gemalt. Äh, Island, <laughs> Island hat das gemalt. ja. Das ist äh, sehr beeindruckend, ja, auch sowas. Also wie verrückt kann das sein? Ja, also ich sehe da immer ein Pharao irgendwie drin in dem <laughs> Bild. Ähm, oder ich habe dir eins gezeigt, da sehe ich seit neuesten leider so ein creepy Gesicht ja, in dem Bild. Bestimmt. Das können wir auch nochmal zeigen. Das das hier, ne? Ja, also vielleicht lassen wir den Leuten mal ganz kurz, äh, lassen das Bild wirken. <laughs> Und vielleicht findet ja jemand äh, hier das Gesicht im Bild. Ich habe es bei mir ich, im ich Flur hängen. Ja, ich habe es bei mir im Flur hängen und irgendwann habe ich das gesehen und dachte so, Kacke. Und ich finde es jetzt mittlerweile ein bisschen gruselig. Also abends gucke ich mir das Bild nicht mehr an. <laughs> Bin ich ehrlich, weil das, Ge das Gesicht auch sehr gruselig ist, finde ich. Es ja, ist wie so, als ob sich ein Geist in das Bild geschlichen hat. Ja. Ja, da kannst du gerne mal ja. draufklicken. Ja. Also da ist ein Gesicht. Und das finde ich ein bisschen gruselig. <laughs> vielleicht als Kind oder Jugend jetzt zu viele Horrorfilme gesehen, aber ja. <laughs> Und auch da, nicht nur die Flüsse, äh, sondern auch, das habe ich dir auch gesagt, vielleicht auch da eine Schätzfrage mal für die Leute, wenn wir mal mhm. auf das Bild gehen. Ja, auch irre, diese äh, geothermalen Blitze, ja, die sich durch die Landschaft ziehen, also total abgefahren. Ähm, aus welcher, das ist jetzt ein Drohnenfoto in dem Fall. Ähm, ich habe dich ja auch gefragt. Ja. Ähm, vielleicht eine Schätzfrage, aus welcher Höhe ähm, dieses Bild entstanden ist, aus welcher Flughöhe? Ja. Ich wir noch mal kurz ein paar Sekunden. Also ich. Ich will noch nichts dazu, dazu sagen, weil sonst wäre es, äh, glaube ich, unfair. Das zweite war auch ungefähr aus der Höhe, ne? Wahrscheinlich. Ja, das ist ähnlich. Ah. Falls man mit dem zweiten Bild eine bessere Referenz für sich irgendwie entdeckt. Ja. <laughs> Oder keiner traut sich. Das kann auch immer sein. Ah, 150 Meter wirft hier einer rein. Weitere Meinungen? Ich habe noch höher geschätzt beim, <laughs> bei meinem Versuch. Das stimmt, du hast höher geschätzt. <laughs> ich bin kläglich gescheiter. Na, jetzt hast du ja schon Anker gegeben. Ja, also die wissen aber nicht, wie hoch ich geschätzt habe. Ja. Hat einer auch? Mhm. Hab schon direkt gesehen. Na, wollen wir es wollen auflösen, wenn ja. wir noch nicht mehr äh, mitschätzen wollen? Äh, das Bild ist tatsächlich aus 25 Metern Höhe entstanden. Ja. Also quasi die Makrofotografie der Drohne, ja, sag ich mal, äh, 25 Meter Höhe. Äh, irre Strukturen, wirklich irre. Hätte ich nie gedacht, äh, wie gesagt, 25 Meter Höhe das Ganze entstanden. Das nächste Bild ist sogar nur 15 Meter, wenn wir auf das andere noch gehen. Das ist auch im gleichen Gebiet, sind 15 mhm. Meter Höhe. Ja, also man würde da jetzt einen Riesenfluss erwarten. Nein, ja. es ist nicht so äh, 15 Meter Höhe. Man sieht ja diesen Grasbüschel schon fast, ja. Also da am ähm, ähm, genau da, wo es so ganz eng wird, ähm. da ist ein kleiner Grasbüschel, ja. Ähm, also es sind wirklich nur äh, 15 Meter Höhe. Ja. Also total irre. Was man auch aus so einer niedrigen Perspektive entsprechend in Island immer wieder findet, immer wieder neu fotografieren kann. Das auf jeden Fall. Hast du noch irgendeinen Ordner, den ich vielleicht. Äh Möchtest, mal mit du reinschauen. Hierzu, möchtest du hierzu noch was sagen? Kann ich gerne kurz machen. Also auch dazu, wenn wir uns das mal angucken, genau, bleiben wir mal dabei. Auch das, mein Bruder ist immer ein sehr großer Fanatiker und Fan von Nordlichtern. Und seitdem ich die jetzt einmal so da in isa auch so stark gesehen habe, ich habe sie schon ein paar Mal anders auch noch stärker gesehen, finde ich es auch toll. Aber was ich viel toller finde persönlich, ist die Mitternachtssonne. Ja, ein Phänomen, was auch nördlich, also oberhalb des Arctic Circle, des nördlichen Polarkreises äh, entsteht. Ähm, und zwar geht im Sommer die Sonne nicht mehr unter. Ja, und das heißt, die Sonne bleibt wirklich, wir sind ja hier natürlich noch leicht südlich vom, ähm, vom Arctic Circle, aber auch da ist das Phänomen zu beobachten. Man hat einfach um Mitternacht herum die schönste Lichtstimmung. Ja, wenn man hier jetzt irgendwie aus dem Fenster guckt und sagt, ach komm, guck mal kurz aus dem Fenster, das ist ja mega. Und zehn Minuten später ist alles vorbei. Ja. Dort. Drei Stunden teilweise lang. Ja, also der Himmel, das ist total irre, Aber wenn man es sich mal anguckt. Die Sonne geht runter, die sagt dann, ich habe keinen Bock mehr, bleibt dann einfach auf diesem Level, geht parallel zum Horizont und wieder nach oben. Und so ein roter Himmel wie jetzt hier auf dem Bild, der hält tatsächlich dann drei Stunden lang. Das ist total Schon abgefahren. Ja, und auch die Lichtstimmung allgemein, dieses, ja, ich möchte jetzt irgendwie ähm, immer ein schönes Licht haben und so, ja, ändert euren Tag-Nachtrhythmus im Sommer. Das klingt abgefahren, ist es gar nicht, ähm, weil hier gehen wir nur ins Bett, weil es dunkel wird. Ja. Und ob ihr um 5 Uhr morgens aufsteht, um 8 Uhr, um zwölf Uhr mittags, das Licht ist immer hell, es ist immer da, vorausgesetzt, die Sonne scheint. Ja. Und äh, deswegen ist es total egal, wenn man dort auf Island ist. Und Vorteil, wenig Menschen. Das stimmt. Außer so verrückte Fotografen wie wir dann. Ja, ja gut, aber mit denen kennt man sich auch irgendwie, äh, kann man zurechtkommen. Kommen wir ins Gespräch. Ja. <laughs> Selber auch gerade mal, ob ich noch irgendwas gar nicht hatte. Ja, auch vielleicht nochmal Landmanner Lauger. Ne? Also, ähm, wir waren ja bisher nur nicht im Landmanner selber drin. Ne? Wir haben ja nur so ein bisschen was äh, drumherum gezeigt. Also, Landmanner auch das, ja, ähm, für die, die jetzt dachten, man läuft in riesigen, weiten Landschaften, auch das ein total spannendes Wandergebiet, mhm. äh, muss man. Ähm, einfach so sagen ähm, diese Rhyolitberge auch da so leicht regenbogenartig die Farben drinne zum Teil wie aus so Kreidefelsen die angemalt worden sind von Kindern also total irre ähm, und wenn man da mal durchläuft das ist das kann man ewig wandern ja und es geben sich Perspektiven hier unser 70 200 Freund ähm, ja auch da wieder 70 200 so ein Bild kann damit entstehen ja können wir mal die EXIF gucken mit was habe ich das fotografiert kann man das sehen äh, 70 200 ja V an f 2,8 natürlich und damals noch mit der Z6 ähm, 70-200. Ja, genau. Also, solche äh, Möglichkeiten ergeben sich natürlich da in Island. Oh, jetzt schätzen Leute hier gerade 50 Meter, 5 Meter. Ja. Okay. Sie werden Ihre Auflösung noch bekommen. Ja. <laughs> Sehr gut. Ja, haben wir sonst noch Highlights, die wir zeigen können? Lass uns mal gerade reinschauen. Wir waren am, am Melifell, selber waren wir ja gar nicht. Ja. Also der Melifell, ähm, ja. Ja, also der sprechende Hut des, äh, des Hochlands. Ja. Auch da vielleicht, ich finde das Bild total Also A, ist das eine der wetterreichsten Regionen in Island, der Melifell. Dass man den so frei hat, ist sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, man kann auch hochwandern. Also für die, die Wander interessiert sind, die abenteuerlustig sind, da kommt man hoch. Das ist machbar. Ja. Da muss man, das ist schon steil, aber es gibt einen Weg nach oben. Also es ist jetzt nicht, dass das höchst kompliziert ist. Aber die Region zum Erreichen ist nicht so einfach, denn man muss ganz klar sagen bei Melifell, ja, man sieht als Referenz so ein bisschen das Auto. Ja, wenn wir mal das gucken, rechts, also da ganz kleine Ameisen, weiter rechts, 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 runter, 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 rechts, rechts, rechts. Da. Das ist das Auto. Um mal eine kleine Referenz dafür zu bekommen. Ja, also äh, total irre. Ähm, und auch da, die Straßen sind eher, da gibt es mal hier eine Pylone, mal da eine Pylone, es sind vielleicht Autos vorgefahren, deswegen ist der Sand platt gefahren. Also auch da eine sehr ja, spannende Region, da reinzufahren, auch wenn man da am Medifell, wie gesagt, dem sprechenden Hut des, Norland, äh, des, des Hochlands, ähm, ja, ähnlich wie der Kirkjufell im äh, Westen, ja, den habe ich jetzt gar nicht mitgebracht, äh, weil ich den viel, viel toller finde und vor allem, weil ich den nicht mit so vielen Leuten teilen muss. <laughs> genau. Jetzt hat man Inspiration, ne? also wenn man noch was Neues sucht. Dann ja, dann ab ins Hochland, <laughs> ähm, total beeindruckend, das Hochland, ja. ja hat man, zack, kann man da noch einmal. Ja, da genau, das ist dann so eine Stelle, so eine, das ist keine Schlüsselstelle, ähm, sieht total spektakulär aus, ist total einfach, der Fluss. Also der ist wirklich, da waren wir auch mit einem kleineren Fahrzeug, also ähm, ist jetzt ein kleinerer Land, auch ein Landcruiser, aber ein kleiner, ohne Schnorchel, kann man dann durchaus mal machen, genau. Also ein kleineres Fahrzeug, in Anführungszeichen, ist ja. auch kein kleines Fahrzeug, aber ist jetzt keiner, keiner der Standard-SUVs, die man irgendwie jetzt, äh, am, also kriegt man am Flughafen so ein Fahrzeug, aber kostet schon ein bisschen mehr. Also da ist ein großer Kostenfaktor bei den Fahrzeugen, ja. Genau, aber die Flüsse sind, ich würde sagen, einfach. Ja, die sind jetzt nicht so kompliziert, muss man ich ehrlich hab, ich sagen. Ich habe es noch nicht gemacht, ich kann es nicht aus Erfahrung reden, aber. Ja, ich habe hier noch eine Frage bekommen. Hast du noch Geheimtipps für andere schöne Fotospots außerhalb des Hochlands? Haben tatsächlich eine Sache noch nicht gezeigt. Und ähm, das ist eine Region, die finde ich extrem cool. Mhm. Ich mag die extrem gern. Ähm, genau, ist im Osten. Und zwar im Osten ist es so, bevor du das Bild zeigst, vielleicht. Mhm. Ähm, der Osten ist eine Region, der wird oft, die wird oft übersehen. Ähm, das liegt daran, dass ähm, der Süden einfach so viele Highlights bietet und der Osten natürlich eine extrem lange Strecke ist, wenn du halt da, wo Reykjavik und das reykjanes war mit Keflavik, dem Flughafen. Fährst du einfach ewig in den Osten. Es ist einfach so. Und bis dahin kommen so viele Highlights, dass viele den Osten nicht so richtig wahrnehmen. Und ansonsten kann man mit der Fähre nach Island kommen. Ähm, dann kommt man entsprechend im Osten an. Mhm. Und die meisten fahren dann direkt in den Süden. Ja. Ähm, oder eben in den Norden, weil man Wahltouren machen will und so weiter. Aber der Osten ist eine Region mit total spannenden Bergen. Es ist schon fast alpenartig, muss man fairerweise sagen. Man fährt nach Borga zum Beispiel rein, das ist ein ganz kleiner, ganz kleines. Dörflein, ja, da gibt es ein Café, einen Campingplatz, äh, drei Unterkünfte und das war's. So ungefähr. Dann noch so ein paar alte Fischerhäuser. Ist A dafür bekannt, dass man dort sehr gut äh, Papageientaucher beobachten kann. Da gibt es sogar eine Papageientaucherbeobachtungsstation. Mhm. Aber spannend sind die Wanderwege dort. Und die sind nicht wirklich in irgendwelchen, ich sag mal, Touristenführern groß ausgeschrieben oder so als bekannt gegeben. Und äh, da habe ich äh, eine extrem besondere Lichtstimmung gehabt, muss man fairerweise sagen. Aber wenn man sich das mal anguckt, so die Region, in der man sich da bewegt, ja bewegt, man kann überall über den Rücken hinweg wandern, tolle Wanderwege machen. Ich habe es ja nur Isländer dort mhm. gesehen. Ähm, sind Perspektiven, wenn ich das Bild jetzt so zeige, es kann auch irgendwo anders sein, muss nicht auf Island sein. Stimmt. Da ja, sieht man so ein bisschen das Alpenartige. also total abgefahren. Natürlich dann von dort überall mit Blick aufs Meer. Mhm. Ähm, man ist wirklich fast allein. Auch da auf den Wanderwegen gibt es mal hier eine Pylone, mal da eine Pylone. Also wie diese so, ne, so klassischen ähm, Pylonen und that's it. Also ganz, ganz tolle Region. Und wenn man dann noch Glück hat, äh, dann hat man noch die Mitternachtssonne, dass man dann einen Spaziergang über den Wolken macht. Ähm, also alles, was im Osten ist, finde ich total spannend. Kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, als Geheimtipp in Anführungszeichen da mal hinzugehen, weil ihr da auch wirklich abseits noch der Touristenströme seid, wenn ihr da die verschiedensten Berge und die sind alle bewanderbar, wenn ihr der verschiedensten Berge macht. Also ganz ganz tolle Region. Ansonsten weiterer Geheimtipp ist so ein bisschen meine Philosophie, wenn ich in so ein Land gehe, ist im Prinzip da, wo vermeintlich bekannte Spots sind, mhm. wenn man nicht dem 0815 Wanderweg folgt, sondern man sieht links oder rechts mal einen Schafsweg oder einen Trampelfahrt oder whatsoever. Mhm. Und den einfach mal folgt, kriegt man mega neue Blicke über Island. Mein Bruder und ich haben es gerade erst gemacht, ähm, einen recht bekannten Hügel hoch oder Berg hoch gegangen, ähm, sind einfach statt links rechts gegangen und es haben sich Blicke ergeben, die habe ich noch nie vorher bei irgendwem auf Bildern gesehen, äh, auch nicht in meiner Bubble, in der man sich ja irgendwie bewegt. Äh, also das auch immer wieder als Tipp. Ähm, folgt nicht unbedingt nur den Massen, geht euren eigenen Weg und es gibt auf Island so viel zu entdecken, egal wo man lang geht. Ja. Äh, letztes Jahr äh, sind wir auch einmal von der Ring Road einfach links abgebogen, da war eine Schotterpiste, sind wir einfach entlang gefahren mhm. und das war in dem Intro, war ein Straßenvideo, was am Ende gezeigt worden mhm. ist. Ähm, das ist da auf einmal passiert, ja. man fährt auf einmal über eine Landschaft, die mich selber noch nie gesehen hat, wo ich dachte, wow, okay, hier muss ich jetzt fotografieren, das ist so beeindruckend. Ja. Ja. Ähm, und solche Sachen entdecke ich auch dadurch, dass ich links und rechts mal andere Wege wähle. Da kann man auch enttäuscht werden. Ne? Also Klar. das muss man gleichzeitig aber auch verstehen. Also ich gehe zehnmal links und zweimal ist cool. Und zehnmal, und achtmal denke ich mir, oh Mensch, hat es nicht gelohnt. Aber genau diese zwei Male sind halt die Male, wo du ankommst, irgendwo, wo du denkst, boah, cool. Und das ist das, was dann halt, ja, wieder um was Neues ist. Mhm. Ne? Ja, wo man nicht so geankert ist auch. Ich finde in unserer heutigen Welt sehr schwierig, dass man so extrem geankert ist von natürlich Inspiration über Fotos sammelt. Ja aber gleichzeitig auch einen extremen Anker hat. Ich muss dieses Foto auch so machen und dann wiederum vergessen wird. Was steckt hinter dem Foto an Arbeit, an Planung, an Glück? Mhm. Auch ganz oft Glück. Ist auch einfach so. Auch Glück ist einfach auch ein Faktor. Sonst noch Tipps für solche Planungen von solchen Reisen oder für noch größere Reisen zum Beispiel, wenn wir es wirklich viel vor? Du hast ja jetzt auch demnächst noch Ordentlich Strecke vor dir, ich oh ja. es jetzt einfach mal. Wie <laughs> ja. gehst du da auch wirklich an so eine Planung ran? Ne? Was, wie packe ich was? Wie buche ich was? Mhm. Hast, bist du einer, der eine Excel-Tabelle die ellenlang ist? Oder wie gehst du da dran? Gar nicht. Also, ich habe keine Excel-Tabelle, nichts. Ich lese mir auch keine Seiten durch, wo steht Packliste für XY. Mhm. Ähm, ich habe immer so meine Key-Items. Die ich dabei habe, wo ich einfach sage, die brauche ich, wenn ich im Outdoor-Bereich unterwegs bin, die sind mir extrem wichtig. Da will ich auch nicht an Qualität irgendwie was missen. Das ist eine extrem gute Hardshell-Regenjacke. Das ist eine extrem gute Daunenjacke. Das sind extrem gute Base-Layer, die ich unten drunter irgendwie habe. Und dann eine super gute Wanderhose, gute Wanderschuhe, ein Wechselpaar Schuhe hoffentlich weil beide wasserdicht ja. mein Kamera-Equipment, äh, genügend Akkus und Stromversorgung ähm, und letztendlich und alles andere drumherum ähm, das braucht man also man packt meistens so viel macht sich so viele Gedanken was man alles gebrauchen könnte mhm. und ich mache das auch jetzt mal man packt da noch das und das und das und merke ich habe am Ende 30 Prozent von dem genutzt was ich wirklich okay. äh, am Ende irgendwie nutzen konnte wollte brauchte mhm. Da kam auch die Frage noch Geheimtipps für andere schöne Fotospots außerhalb äh, des Hochlands? Genau, das habe ich ja gerade schon Moment, äh, gesagt, von sein, dass ich immer aktuell bin oder. Äh, ähm, so. haben wir haben gerade eine Internetverbindung Probleme. Ja, das kann. Ah, 20 Uhr. Ja, warte mal kurz. Also sind wir jetzt im Livestream raus? Nein, ähm, <laughs> es gibt äh, hier ein WLAN Problem. Aha. <laughs> äh, deswegen habe ich mich gerade gewundert so. Ich, chat, ich äh, Lennart, ich sehe gar nicht die Frage, die du hast. So, lass mich mal kurz was fixen. Naja, okay. Alles klar. Ja, und okay. weiß ist trotzdem gerade Internet ja, an den Laptops äh, ja. flöten gegangen. Nee, genau. genau. Aber sonst ähm, noch, dein nächstes Reiseziel wird noch hier. Ah ja, tja, mein nächstes, nächstes Reiseziel. Das ist äh, ein spannendes Thema. Reiseziele, würde ich sagen. Ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, jetzt äh, in zwei Wochen, tatsächlich heute, in, ja, heute ist Donnerstag, morgen in zwei Wochen, beginnt für mich eine elfmonatige Auszeit. Ähm, Auszeit von meinem Alltagsleben auch hier in Deutschland äh, und werde eine Weltreise machen. Ähm, ich werde in sehr spannende Länder gehen. Also, alle, die mich da irgendwie auch begleiten wollen, also sich das angucken wollen, sind natürlich herzlich eingeladen. Freue ja. mich über jeden. Ähm, geht als erstes äh, kurz nach Indien, aber nur weil das ein Zwischenstopp ist, weil es danach nach Bhutan geht. Mhm. Finde ich persönlich extrem spannend, weil wenn man mal guckt, Landschaft Bhutan, das ist ein Königreich, für die es nicht kennen, ein kleines Königreich äh, im Himalaya nördlich von Indien, äh, östlich von äh, Nepal. Und ähm, wenn man mal das guckt, es ist es extrem schwer reinzukommen. Visum und so weiter und so fort. Extrem teuer auch. Ich habe das Glück, dass ich über ein Pressevisum da reinkomme. Oh. Äh, es war auch ein riesen Anmeldeprozess. Aber sonst ist es extrem teuer auch tatsächlich leider. Und das finde ich so spannend, weil es ist ein Land, wo wenn man wirklich mal googelt, findet man nur das Tigersnest. Das ist so ein, so ein Kloster in den Berg gehauen. Mhm. Ähm, und maximal ein, zwei weitere andere Bilder. Okay. und auch in dieser Instagram-Blase oder in, wenn man sonst einfach mal wirklich Google anwirft, man findet kaum was. Und das finde ich so spannend, weil man genau nichts in Anker hat. Ein Anker von ich muss zu dem Ort weil, sondern eher ähm, ja ich einfach meine Kreativität freien Lauf lassen kann. Und danach wird es nochmal nach Indien zurückgehen nach Sikkim. Auch das ein kleines Königreich, das war mal selbstständig ist jetzt Indiens zwischen Nepal und Bhutan. Dann äh, mache ich ein bisschen Indien, Mongolei dann, und alles, was danach kommt. Ich plane nochmal Nepal. Ähm, tatsächlich, ich möchte länger nach Neuseeland. Also es gibt viele Sachen, die anstehen. Ich äh, möchte auch Unbedingt und super, super gern nach Grönland. Das wäre was, was mhm. ich total, vielleicht gibt es ja hier jemanden im Publikum, äh, der Kontakte zu einem Reiseunternehmen hat, die sowas vielleicht mal sponsoren wollen. Ich weiß es nicht. Also ja. kleiner Scherz am Rande, es wäre natürlich cool. Ich weiß nicht, was für so Leute hier zugucken. Ähm, aber das ist natürlich was, was sehr ins Budget gehen würde. Man muss natürlich auch gucken, dass man sein Budget gut äh, natürlich auf Klar. die entsprechende Reisedauer auch aufteilt. Ähm, ja, sowas wäre natürlich noch die, sag mal, Kirsche mhm. äh, auf der Sahne obendrauf. Ähm, aber ich lasse mich da auch ein bisschen treiben. Kirgistan kommt vielleicht dazu. Island, vielleicht sogar nochmal. Es ähm, gibt so viele spannende Orte in der Welt. Ähm, ja, das steht auf jeden Fall in Zukunft jetzt an. Es geht in, wie gesagt, morgen in zwei Wochen geht es los. Und eine große Packliste habe ich noch nicht. <lacht> ja. <lacht> okay. Ansonsten würde ich sagen, ähm, dass wir das so langsam auch eindimmen. Wir haben Hunger. Zumindest ich habe langsam ein bisschen ich Hunger. Ich habe extrem Hunger. Man hört es nicht, weil der Fieber am Mund ist. <laughs> ja. Aber der Bauch, der hat jetzt schon echt fünfmal gesagt, ich brauche was zu essen. Ja, deswegen, ähm, viel, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank auch für die ganzen Bilder und inspirativen äh, Geschichten, die du auch dafür hattest. Falls Leute Interesse dann haben, ne, nochmal, ich suche selber noch einmal kurz raus. Da, Instagram, draufgehen, verfolgen, auch wegen der nächsten Reise. Ne, der Kontakte hat zu irgendwelchen Reiseunternehmen, ne? Grönland-Expedition, ne? das wäre cool. Gerne, gerne melden. <laughs> äh, Wünsche natürlich auch noch viel Spaß dabei, viel Erfolg, viel Spaß beim Packen. Tja, vielen ich. Dank. <laughs> Ach, das Kameraequipment, das wird der größte äh, Faktor in diesem Rucksack sein. <laughs> ja, das, man kennt es. Ne? Nimmt man sich eine Auszeit vom normalen Fotografieleben, damit man eine Fotoreise nochmal macht. Ja, ne? So ist das. <laughs> so, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch an die Leute, die dabei waren und zugeguckt haben. Und falls ihr es im Nachgang gesehen habt, natürlich schreibt uns gerne mal einen Kommentar. Oder jetzt, wenn ihr gerade noch da seid, gerne noch ein Like da lassen. Ein kleines Abo, falls es euch gefallen hat, <laughs> damit wir sowas noch öfters mal machen können. und ihr nichts weiter mehr, mehr vergisst. Regie ist immer dabei, ihr kriegt uns immer auf den Sack, wenn Marketing sagt, muss noch mehr darauf auf den Sachen, Aber wir würden uns natürlich freuen gerne dabei bleiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.